Ja, schönen guten Abend euch zusammen, dass ihr heute hier die Veranstaltung mit uns besuchen wollt zum Thema Memes von John Hartfield bis Pepe der Frosch. Wir haben heute eine Veranstaltung für euch vorbereitet, die letztlich aus der Frage resultiert ist, kann die Linke nicht memen, wie es sozusagen auf verschiedenen Seiten im Internet heißt? Und wir wollen uns heute so der Frage annähern, ist es so, was gibt es da für Ansätze, was macht die Rechte, was macht sie vielleicht besser, wo hat sie Vorteile und wo haben wir vielleicht als Linke Nachteile in diesem Medium, was ja ein unheimlich wichtiges ist, um Kommunikation im Internet zu betreiben. Also riesige Foren funktionieren darüber, ganze Linkkulturen, kleine Subkulturen, sozusagen sprechen so kodiert. Und die Frage, wie kann eine Linke da besser werden, durchzieht so ein bisschen unsere Beschäftigung mit diesem gesamten Thema, weil wir uns fragen als Rosa-Luxemburg-Stiftung, wie kann die Linke eigentlich in diesem Feld besser und erfolgreicher werden. Dazu liegen da vorne auch drei Studien aus zu TikTok, zu Instagram und zu YouTube. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen und es erscheinen jetzt in den nächsten Wochen eine Studie zu Telegram und zu Link-Podcasts. So, letztlich immer mit der Frage, was können wir als Linke eigentlich besser machen, als wir es jetzt tun, wenn es dann darum geht, dass diese große kulturelle und politische Auseinandersetzung zwischen links und rechts, dass wir die nicht verlieren, sondern dass die Linke da sozusagen diese Auseinandersetzung aufnimmt. Und das ist sozusagen deswegen nicht nur ein rein wissenschaftliches Interesse, was mich hier total fasziniert hat bei der Lektüre eurer beiden oder eurer dreier Bücher, sondern irgendwie auch immer die Frage, was bedeutet das eigentlich als Antifaschistin, aber auch als Linke in einer solchen, also sich mit diesen Medien zu beschäftigen. Und da wollen wir dann auch später nochmal hinkommen. Von daher freue ich mich sehr, dass ihr den weiten Weg aus der Schweiz gemacht habt und auch irgendwie aus Berlin auch weiter Weg. Vier S-Bahn-Stationen. Ja, wir haben auch schon gleich gesehen, also ihr habt ja das alles Ton in Ton hier, ist das Albtraum gegenüber dieses Oktoberfest-Ding. Also wir haben heute ziehen wir so ein Motto durch hier. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle drei da seid und genau, wir wollen jetzt erstmal hier ein bisschen miteinander sprechen. Ich würde jetzt kurz so nacheinander so ein paar Fragen loswerden an euch und wenn es da Interesse aus dem Publikum nach Fragen gibt, dann gibt uns einfach schon mal zwischendurch auch nochmal ein Zeichen. Mein Kollege wird dann da mit rumgehen. Wir wollen uns erstmal so, weil jetzt, ich weiß nicht, wie hoch die Nerdquote hier im Publikum ist, wie tief ihr in dieser ganzen Frage drin seid, aber da wollen wir uns erstmal sozusagen ein bisschen mit beschäftigen. Was ist das eigentlich? Und meine erste Frage würde ich gerne an dich geben. Jörn und Rodney, ich stelle euch dann bei der ersten Frage so ein bisschen vor, nicht im Blog. Du hast, arbeitest als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schweizerischen Literaturarchiv in Bern und promoviertest in Zürich. Und ich habe mir deine Dissertation nicht angeguckt, das hätte mir, als wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Aber du hast dir sozusagen mit der jüdischen Rezeption von Kierkegaard beschäftigt und die direkte Linie führt zu Pepe der Frosch. Das ist ziemlich logisch, oder? Was erwartet man als nächstes Buch, der ist? Das ist auf jeden Fall. Als Comicforscherin sozusagen bekannt und ja, schreibst auch in der Berner Tageszeitung Der Bund. Wunderschön, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen Dank. Sehr schön, dass ich eingeladen wurde. Danke. Sehr gerne. Also, dann lass uns doch mal vielleicht gleich direkt nachfragen. Also, ich habe beim Schauen, durch Lesen, durch euer Buch, findet man sehr viele Zitate und Definitionsversuche von dem Begriff Meme. Und eine davon würde ich mal vorlesen, damit alle sich sozusagen vielleicht einen kleinen Eindruck geben, machen können und über den würde ich dann vielleicht gleich ins Gespräch kommen. Das ist der von Schiffmann, dieses Zitat ist: Eine Gruppe digitaler Einheiten, die gemeinsame Eigenschaften im Inhalt und der Form, im Inhalt der Form und oder der Haltung aufweisen, die B in bewusster Auseinandersetzung mit anderen Memes erzeugt und C
von vielen Usern im Internet verbreitet, imitiert oder transformiert wurden. Weil so die erste Frage, was ist eigentlich ein Meme? Ja, irgendwie, glaube ich, vor allem die Älteren von uns irgendwie immer gleich erstmal ein bisschen beschäftigt. Kannst du was mit dieser Definition anfangen? Kannst du das vielleicht ein Stück weit ergänzen? Was ist ein Meme? Also was interessant ist, ist, dass der Begriff ja recht viel älter ist als die Digitalkultur, wie wir sie heute kennen. Also der Begriff Meme wurde geprägt von Richard Dawkins, dem Evolutionsbiologen oder Soziobiologen, in seinem Buch The Selfish Gene 1976. Und was er unter Meme verstand, war eigentlich die kulturelle Entsprechung zum Gen, also zum Gene. Und er interessiert sich dort in dem Buch eben dafür, wie durch Gene Information kodiert wird und weitergegeben wird und eben auch variiert wird, respektive mutiert im biologischen Feld, auch über die Generationen hinweg. Und hat den Begriff Meme geprägt, um quasi das Analoge im kulturellen Feld zu beschreiben. Und was er damit meinte, eben natürlich noch nicht Internet-Memes, so wie wir die alle kennen und für die wir jetzt primär unser Buch geschrieben haben, wobei andere Formationen auch vorkommen, sondern er interessiert sich eben für irgendeinen geistigen Inhalt. Das kann auch eine Ideologie sein, aber es ist vielleicht am eingängigsten, wenn man an Dinge wie Tänze denkt. Also das ist ein Beispiel, das er bringt, die weitergegeben werden über Generationen und von Mensch zu Mensch und die dann eben auch variiert werden. Kinderreime, das ist auch so ein Beispiel, an das er denkt. Also eigentlich kommt dieser Begriff aus dem außerdigitalen Bereich, was ja sehr interessant ist. Und es gab dann auch relativ schnell schon eine Forschung, die sich damit beschäftigt hat, mit Memes in diesem sehr breiten Sinne. Aber natürlich hat der Begriff dann seinen Siegeszug angetreten mit der Digitalkultur, als er übertragen wurde auf diese digitalen Entitäten, über die Schiffmann spricht in diesem Zitat. Und Schiffmanns Buch von 2014 ist wirklich die erste Monographie, die sich explizit und nur Memes widmet und das war sehr prägend, natürlich auch für uns. Also ich denke, du korrigierst mich dann wieder, wenn du es anders siehst, aber mit dem, was du jetzt vorgelesen hast, grundlegend, da sind wir natürlich einverstanden, identifizieren wir uns damit, wir verstehen Memes ähnlich, also als kulturelle Entitäten, das können Bilder sein, Bilder mit Texten, das typische Beispiel, das können auch nur Texte sein oder nur Bilder oder GIFs, Videos und so weiter, die weitergegeben werden von zahlreichen UserInnen im Internet und in dieser Weitergabe eben auch verändert, modifiziert werden. Weißt du, also es ist halt ambivalent insofern, als sie einerseits verändert werden, es ist dann immer ein neues Meme, das gebildet wird aus einem Template und andererseits muss diese Bindung an das Template auch vorhanden bleiben. Also es muss auch noch erkennbar sein, woher das Meme kommt, damit es funktioniert. Also einerseits was Neues, Modifikation und andererseits auch ein Bewahren des Vorherigen. Und ja, wovon wir uns ein bisschen distanzieren würden, ist diese ganze Tradition, die eben nach Dawkins dann eigentlich kam und teilweise auch im Internetdiskurs sehr stark vorhanden ist, dass man irgendwie so biologistisch über Memes nachdenkt und über Memes spricht, eben die mutieren irgendwie, die sind fruchtbar oder unfruchtbar und so. Und da sind wir natürlich der Meinung, und nicht nur wir, dass das ein bisschen verschleiert, dass das im Endeffekt menschengemachte Artefakte sind, die auch sehr intentional mit ganz konkreten Absichten verbreitet werden können. Und das war uns sicher auch wichtig in unserem Buch, diesen Aspekt stärker zu machen. Also kein Survival of the Fittest Memes. Ja, nein, da würden wir uns ein bisschen davon distanzieren. Das findet man wirklich eben sehr viel in der Meme-Literatur. Dann die nächste Frage würde an Julian gehen. Du arbeitest an der Universität Bern, hast nach der Promotion Postdoc gemacht und Lehrtätigkeit in Bern und Genf und arbeitest im Thomas-Mann-Archiv gearbeitet in Zürich. Und hast habilitiert zu Raumsemantiken in Thomas Manns Erzählwerk. Auch das eine direkte Linie, ihr also seht, das ist eine völlig logische Entwicklung. Also, ja, das ist so cool. Ja, ist auf jeden Fall, das hat mich auch, also eure beiden Arbeiten haben mich voll fertig gemacht, das ist ja Hammer.
Wie kommt man von Thomas Manns Erzählsemantiken zu Meme-Forschung? Bitte eine kurze Antwort. Ja, kurz. Also das war alles gar nicht geplant. Also vielleicht mache ich es doch ein bisschen länger, weil die Genese des Buchs ist schon auch interessant. Das hat schon auch eher angefangen als eine informelle Kooperation zwischen uns beiden. Wir wussten, wir arbeiten gut zusammen, wir harmonieren. Und dann wollten wir eigentlich einen Vortrag machen. Ich glaube, es war zu Pepe ursprünglich, ja. Und da gerieten wir ins Schreiben, ins Nachdenken. Es war der Sommer 2017, es war das erste Jahr der Trump-Präsidentschaft, es war der Monat, glaube ich, sogar des der Demonstration des rechtsextremen Aufmarschs in Charlottesville, der ja dann noch ein Todesopfer forderte und wo auch der Pepe überall zu sehen war bei den Nazi-Demonstranten. Und ja, da wurde uns dann schrittweise klar, dass das vielleicht ein größeres Projekt sein könnte. Und dann haben wir das auch eingebracht in die üblichen Kanäle, Kolloquien mit Kollegen besprochen. Und da haben wir dann gesehen, das stößt jetzt nicht auf wahnsinnig viel Verständnis, zum Teil bei der etablierten Literaturwissenschaft, aus der wir kommen, disziplinarisch. Aber ich würde sagen, die Realisierung des Projekts gibt uns durchaus recht. Also ich spreche jetzt für mich, aber die Resonanz auf meine schöne Habilitationsschrift, von der du gesprochen hast, die war einfach, dass es eine einzige Rezension gab und sonst hat es kein Schwein interessiert. Hingegen die Resonanz auf unser Buch ist es hat uns sehr überrascht, es gibt ein großes Interesse und das heißt, dass unsere Zugänge, dass ein kulturwissenschaftlicher, ein literaturwissenschaftlicher Zugang, ein analytischer Zugriff auf solche Phänomene der gegenwärtigen Digitalkultur, das interessiert die Menschen und das kann unsere Disziplin auch liefern. Und ja, dann bin ich froh, dass wir den Schwenk gemacht haben von Kierkegaard und Thomas Mann zu Pepe, ganz ehrlich gesagt. Ja. Darf ich ein Wort hinzufügen? Ja, wir haben auch immer so ein bisschen als Witz, aber auch total ernst gemeint, hat gesagt, wir analysieren jetzt halt ein Pepe-Meme oder irgendein Meme mit genau dem gleichen Ernst und der genau gleichen Pünktlichkeit, wie wir einen Kafka-Text oder einen Thomas Mann-Text oder einen Goethe-Text analysieren würden. Und das hat natürlich Irritationen ausgelöst bei unseren FachkollegInnen, die 2017 teilweise überhaupt nicht wussten, was Memes sind. Das ist auch interessant, weil das hat sich ja damals verändert. Als wir das da damals teilweise in Kolloquien schon erwähnt haben, war schon zuerst wirklich auch die Frage, was sind denn Memes? Noch nie von gehört, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Aber ja, also das haben wir ein bisschen provokativ gesagt, aber durchaus ernst gemeint und das versuchen wir auch ein bisschen einzulösen in unserem Buch. Wenn ich an der Stelle auch mal reinsliden und hemmungslos schleimen darf und mich auch nochmal bedanken, dass ihr mich gefragt habt, ob ich hier mit euch sitzen kann. Euer Buch ist ja so mit einer so der deutschsprachigen Pionier- und Standardwerk, also inzwischen, obwohl sie jetzt so jung ist, so Meme-Forschung, weil und es, also ich meine, die deutsche Forschung hinkt ja auch so dem US und also im englischsprachigen Raum immer so ein bisschen hinterher, aber also selbst im internationalen Raum ist euer Buch einfach, ich habe es gelesen und mein Mind was blown. Und ich glaube, da habt ihr auch einfach einen großen Schritt zu geleistet, damit eben auch Boomer AkademikerInnen jetzt nicht mehr fragen, was Maymays sind. Genau, das ist einfach ein unglaublich gutes Buch. Eben auch, weil ihr da mit einem Literaturwissen und kulturwissenschaftlichen Blick rangeht. Also, danke. Ich bin ganz gewohnt, was ihr kaufen könnt ihr da. Man kann es gratis runterladen. Kleiner Tipp. Und ich kann so zurückgehen. Du hast damit das Standardwerk über Insights geschrieben. Da kommt es noch mehr. Ich würde noch mal kurz noch mal nachfassen bei Julian, bei dir. Ihr habt sozusagen, ihr nehmt den Begriff auf von der digitalen Substanz bei Peter Glaser. Ich hoffe, dass ich die Aussprache im Deutsch korrekt recherchiert habe, sozusagen, kannst du nochmal sagen, was hat es damit auf sich? Also Memes als digitale Substanz und vielleicht die Frage, wie treiben die Algorithmen eigentlich die Memes vor sich her oder so? So eine Frage, was bedeutet das Digitale in den Memes? Also warum ist das ein digitales Phänomen und warum ist jetzt hier von mir da in der Einladung das mit Hartfield, der ja auch der sozusagen der Godfather der Bildcollage ist und auch der
des Textbildbruchs und so weiter und des Aufgreifens bekannter Bilder. Also hier hinter Pepe ist eigentlich Polizeipräsident Sir Giebel, damals hier aus Berlin zu sehen gewesen. Also was ist das Treibende daran an den Algorithmen? Kannst du dazu was sagen? Okay, das ist ein harter Brocken. Vielleicht zuerst zur digitalen Substanz, dieser Begriff von Peter Glaser, das haben wir aufgegriffen. Also damit meint er, ganz grob gesagt, ja, ich will das jetzt nicht eins zu eins reproduzieren, ich kann es auch gar nicht so lange her, dass ich es geschrieben habe, aber er meint damit, dass halt auch das vermeintlich immaterielle, intangible, was im Netz passiert, das hat ja auch eigentlich eine, oder es kann hilfreich sein, sich das auch vorzustellen, als eben etwas, das eine Art materielle Struktur hat, das substanziell ist, weil es wirkt ja auch in die Realität hinein. Ja? Und für uns war das halt so ein Ankerpunkt, dieser Begriff, um zu zeigen, nicht nur wir, sondern auch schlaue Leute vor uns, oder haben das schon gesehen, es gibt diese Scharnierstellen, diese Interferenzen zwischen dem, was online passiert und dem, was im sogenannten Real Life passiert, und wir bewegen uns hier nicht irgendwie im ortlosen, zeitlosen, diffusen Raum oder so. Und das ist ein Hauptanliegen des ganzen Buches, dass wir immer wieder aufzuzeigen versuchen, in welcher Weise die vermeintliche Normalität verschränkt ist, materiell bis hin zu blutigsten Taten, Terrorakten mit dem, was online geschieht. Das ist einfach einer der Begriffe oder eines der Konzepte, die uns geholfen haben, diesen Link zu begründen, diese These zu begründen. Jetzt das spezifisch Digitale, das ist eine berechtigte Frage und du hast vorhin auch schon darauf verwiesen, dass der Begriff des Memes ja auch schon älter ist, aus dem Prä-Internet-Kontext stammt und es gibt auch gute Forschung zur Frage, inwiefern das, was wir als Internethumor verbuchen würden oder als Meme-Humor, inwiefern das eine längere Tradition hat in der US-amerikanischen Forschung, etwa bei Ryan Milner wird das oft zurückgeführt auf folkloristische Traditionen. Das ist alles richtig, aber der entscheidende Hebeleffekt sozusagen, der dazukommen muss, damit das entsteht, was wir heute als Meme-Kultur begreifen, ist eben, sind die Affordanzen, die Möglichkeiten, die die Digitaltechnologie uns bietet. Wir beziehen uns da auf den Medienwissenschaftler Felix Stalder, der von der Kultur der Digitalität spricht und sagt, gewisse ästhetische Tendenzen insbesondere oder gewisse Möglichkeiten künstlerischer Produktion sind heute in so hohem Maß gegeben wie noch nie zuvor. Er meint damit referenzielles Handeln, Bezugnahmen auf andere kulturelle Artefakte, gemeinschaftliches Handeln, die Entstehung von Communities, die irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen, gemeinsame Werte pflegen und schließlich das Stichwort Algorithmizität, also Algorithmen, hier gemeint als eine maschinell bewerkstelligte Vorstrukturierung einer ansonsten nicht begreifbaren oder beblickbaren Realität. Und erst das Zusammenwirken dieser drei Faktoren erzeugt eine neue Phase der Kultur letztlich, eben das, was er meint mit Kultur der Digitalität und ermöglicht die Produktion von sowas wie eben Memes. Jetzt kann man sagen, hier bei John Hartfield gibt es natürlich Ansätze zu solchen, insbesondere Darstellungstechniken, aber wir haben hier immer noch einen Künstler, der ein Werk kreiert und das wirkt dann auf die Rezipienten. Wir haben diesen klassischen Kommunikationskanal und bei Memes ist der eben aufgehoben. Die entstehen ja meistens anonym. Selten gibt es einen identifizierbaren Meme-Künstler oder sowas und dann werden die diszeminiert sozusagen in den Strom oder die Geröllhalde des Internets und dann machen die Leute was damit. Dann geht es weiter, dann entsteht eine Kette von Mutationen, ja, das wäre jetzt das biologistische Vokabular, wir sprechen eher von Variationen und dann passiert was mit diesen Dingen. Ja, und das ist neu. Ja. So, das hoffe ich, das war jetzt einigermaßen prägnant. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen das Werk ohne Auto, da kommen wir nachher auch nochmal, glaube ich, mit drauf zurück. Ich habe noch eine Frage, bevor ich dann gleich mal zu Veronika rüberblende. Die Frage, ich hatte bei euch gelesen, dass ihr euch auch auf die Theorie von Kodieren und Dekodieren von Stuart Hall so ein Stück weit bezieht, weil es ist ja was Interessantes zu gucken, wie wird das, also was Rezipieren, das Aufnehmen in verschiedenen Subkulturen völlig unterschiedlich ist, dass auch das Weiterschreiben und Schreiben von durch die Memes, das ist ja ein interessanter auch
kulturwissenschaftlicher Ansatz, der versucht, den ihr versucht, da ein Stück weit fruchtbar zu machen. Kannst du da mal versuchen, dass, also wie habt ihr so eine Perspektive da versucht, in die auch Forschung mit einzubringen? Ja, also wir beziehen uns da auf einen Meme-Forscher, der Novak heißt und der selber eben diese Stuart-Hall-Theorie aufgreift, und zwar eigentlich mit einem ganz spezifischen Interesse. Und das ist so dieses Zusammenspiel zwischen einer Analyse der Mikroebene und der Makroebene, wenn man es so nennen will. Also einerseits gibt es bei Stuart-Hall in Decoding and Encoding of Culture, das heißt anders, auf Television-Shows, weil es so etwas in dem Spiel. Könnt ihr euch anhören, wenn ihr wollt, einfach mitnehmen. Podcast. Sehr schön. Es gibt sicher, dort sind sicher vertiefte Infos, als ich jetzt gerade so in Kurzform bringe. Aber bei Ihnen geht es ja methodisch eben darum, einerseits einen Ansatz zu prägen, der ein einzelnes kulturelles Artefakt, das wäre bei Ihnen zum Beispiel eine Fernsehshow, bei uns wäre das ein Meme, ganz genau anschaut, quasi ein Close Reading macht, wirklich die Form sich anschaut, etc. Und wir benutzen da wirklich auch den Begriff des Close Readings, wir sind halt LiteraturwissenschaftlerInnen und wir haben das auch sehr bewusst, ein bisschen diese Ansätze wollten wir auch anwenden auf die Meme-Kultur, gerade weil es noch nichts gibt aus der Ecke, oder sehr wenig, das sind meistens medienwissenschaftliche oder bildwissenschaftliche Ansätze, die es gibt. Also quasi das Close Reading eines einzelnen Artefakts, das wirklich ganz genau anschauen, das, was ich vorhin bezeichnet habe, also wir gucken uns das so genau an, als wäre das irgendein Kafka-Text, die Mikroebene, und dann andererseits die Makroebene, also das Einordnen eines solchen Artefakts, das Verankern eines solchen Artefakts in größeren Kontexten, in sozialen, historischen, politischen, ideologischen Zusammenhängen. Und das ist natürlich genau der Ansatz, den wir in unserem Buch auch verfolgen. Das ist ja auch ein klassischer kulturwissenschaftlicher Ansatz, der sich eben dann auch für Machtdynamiken interessiert, in denen solche Artefakte stehen und die sie weiterschreiben, perpetuieren und eben versuchen zu subvertieren etc. Also dieses Changieren zwischen dem quasi dem Kleinen und dem Großen, dieser doppelte Blick, das war für uns da vor allem anschlussfähig, was Stuart Halls Decoding and Encoding and Theorie anbelangt. Können wir nachher auch nochmal vielleicht an Beispielen ein bisschen bei der Frage auch den Hegemoniekämpfen um einzelne Memes und so weiter, kommen wir vielleicht nachher bei so einem kleinen Deep Dive nochmal zurück. Jetzt will ich Veronika Kracher in die Diskussion reinholen. Du hast dich ja glücklicherweise schon selbst mit dem Lob hier ins Spiel gebracht. Dann kann ich das auch nochmal aufgreifen. Du hast mit dem Incels-Buch natürlich so ein bisschen so das Standardwerk in der sozusagen Incels-Subkultur, für die Memes ja auch ein total zentrales Kommunikationsmedium ist. Wie sozusagen die Alt-Right-Bewegung, die da sehr stark ist in den USA, hast du dann geguckt, du hast dich über 4chan und 8chan und so weiter und so fort beschäftigt und sagtest vorhin noch, dass man dich super nachts um drei wecken kann, damit du was über das Gamergate erzählst. So, auch wenn du jetzt einen Tag lang beschäftigt warst, so spät ist es noch nicht, aber dazu wollen wir auf jeden Fall später auch noch ein bisschen was hören, also wie kam es eigentlich zum Durchbruch auch von sozusagen einer zumindest rechtsoffenen Subkultur, die sich sehr stark darauf bezieht. Du hast verschiedenste Forschungsschwerpunkte, Patriarchatskritik, Antisemitismus, neben diesem ganzen digitalen Literatur, Theorie, Popkultur und schreibst auch in einem sehr breiten Spektrum von konkret Jungle World, Neues Deutschland über Antifa Infoblatt, also hast da, glaube ich, sehr breit die linke Publizistik abgedeckt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und die Frage, die ich an dich sozusagen habe, wäre die Frage, Diese Memes greifen ja sehr häufig auf so Normen und Humorcodes zurück, die in Communities entstehen und dort auch weiterentwickelt werden. Kannst du sagen, warum sind solche Communities da so wichtig, um das Ganze entstehen zu lassen? Und gibt es da quasi eine Vorprogrammierung, dass es sozusagen häufig sozusagen so weiß-männliche Subkulturen sind, die in diesen Subkulturen so ein bisschen den Ton angeben oder sehr häufig den Ton angeben. Also magst du was erzählen zur sozusagen Entstehung oder zum Großwerden in sozusagen so ja, einer Reddit-Szene und so weiter? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Vielen Dank für die Moderation, ich freue mich wahnsinnig. Genau, zweitens, Memes und Gender, würde ich mal sagen. Also das Ding ist ja, es ist, dass das Internet ja quasi auch nur Spiegel von der allgemeinen Gesellschaft ist, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Und ich denke, dass es eine verkürzte und verkehrte Aussage ist, von einer separaten digitalen Welt zu sprechen. Das bedeutet allerdings auch, dass eben wir leben in einer Gesellschaft, die ist kapitalistisch, die ist rassistisch, die ist patriarchal und dass eben genau das sicherlich auch in Online-Kulturen und Online-Subkulturen manifestiert. Und eben gerade auch so eine Meme-Culture, von der wir sie sprechen, die ja aus Orten wie Something Awful, von Imageboards, von Reddit kommt, eben auch einfach das sehr lange Orte waren, wo marginalisierte Menschen, vor allem eben Frauen, verdrängt worden sind. Also man kennt ja, das gab es so Anfang, Mitte der 90er bis in die 100er Jahre hinein, als das Internet so aufkam, diesen Slogan, there are no girls on the Internet, was eben darauf rekurriert hat, dass behauptet wurde, dass die Online-Sphäre eigentlich geschlechtslos sei, de facto aber durchaus einfach sexistisch war. Und wenn man dann eben sich als Girl im Internet geoutet hat, der erste Kommentar dann auf Imageboards war, zeig deine Titten oder verpiss dich. Also, dass einfach eben das Internet ein Raum war, wo dann eben, also auch würde ich sagen, so ein bisschen als Wilder Westen, als Free Speech Raum, wo dann auch einfach ganz häufig marginalisierte Menschen um ihr Recht auf Anerkennung der Existenz kämpfen mussten. Und das kann ich als Flinter-Person sagen, die ziemlich lang in auch so MMORPG-Communities rumhing. Irgendwann hat man schlicht und ergreifend keine Lust mehr, sich gegen Anfeindungen zu wehren, zieht sich zurück. Weswegen dann halt auch das Internet dann, oder generell wie auch Geek Cultures, halt sich zu einem Raum entwickelt hat, der sich als weiß und männlich verstanden hat. Nicht wahr, aber verstanden hat. Was eben auch daran lag, dass wenn marginalisierte Menschen sich als solche sichtbar gemacht haben, sie eben mit verbalen Übergriffen rechnen durften. Und das hat sich dann eben generell auch in der Online-Culture manifestiert und gerade bei Reddit. Also ich muss ehrlich sagen, ich benutze, glaube ich, Reddit ein bisschen zu viel. Und Reddit ist eine Plattform, die einfach sehr viele Möglichkeiten bietet, sich auszutauschen. Das heißt, jetzt, keine Ahnung, bei mir ist es, wie brennt man Gusseisenpfannen am besten ein oder sieh hier Bilder von meiner dicken Katze oder schau dieses neue feministische Meme an. Aber bei Reddit ist es halt schon so ein Ding, dass eben so Plattformen wie Reddit oder 4chan, sich ganz lange als Plattform begriffen haben, wo die Elite des Internets, wo die Leute rumhängen, die neuesten, smoothesten, besten Memes haben, die im Gegensatz dazu zu Normie-Plattformen intellektuelle Gespräche führen, also quasi so eine narzisstische Selbstüberhöhung durch die Online-Tätigkeit. Und das zieht so einen sehr bestimmten Typus von Menschen, in der Regel von Mann, an. Also das war dann halt auch gerade so Plattformen wie 4chan oder Reddit so ein sehr integraler Bestandteil von der Entwicklung von so dieser sehr unangenehmen Geek-Culture, die wir Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre hatten, die dann auch so das Vorfeld zu Gamergate geebnet hat, die sich eben als ja intellektuell überlegen, rational, nicht hysterisch wie diese ganzen Feministinnen, gesehen hat, also wo es auch sehr große Überschneidungen mit dieser frühen Skeptic-Atheism-Community gibt, die halt auch über YouTube sehr präsent war und die eben dieses Selbstbild als rational, weiß, männlich, heterosexuell, cisgeschlechtlich hatten, das eben antagonistisch gegenübergestellt wurde von also Frauen, die entweder eh nichts im Internet verloren haben oder es wagen, dann plötzlich diese virtuellen Räume für sich in Anspruch zu nehmen. Und das reproduziert ja, um die Philosophin Kate Mann zu referenzieren, Misogynie, weil weiblich gelesene Personen nicht in vermeintlich männliche Räume eindringen dürfen, weil sie die mit ihrer zersetzenden Weiblichkeit ruinieren und man eben plötzlich nicht mehr seinen Boys Club haben kann und halt einfach mal auch mal so einen sexistischen Witz reißen kann. Und das, würde ich sagen, sind halt alles so diese Vorläufer von sexistischer Meme und generell Online-Kultur. Also es ist halt einfach, ja, es ist in so einem Rahmen halt auch gewachsen. Du hast ja selber gesagt, dass natürlich digitale Welt und
analoge Welt oder so nicht zu trennen sind, eigentlich auch einfach sozusagen direkt voneinander beeinflusst werden. Wie glaubst du, ist es denn, wie kann es denn sein, dass das sowas zu so einem Massenphänomen wird, dass es so breit wahrgenommen wird, dass überhaupt so eine fragile Männlichkeit sozusagen so einen Ort sozusagen so stark aufsucht? Was sind ja die Rückwirkungen aus der wirklichen Welt? Also es ist so, dass sozusagen so das Gefühl von fragiler oder bedrohter Männlichkeit die Leute in sozusagen bestimmte Foren reinsaugt und die sich dort zusammenfinden gegen die so quasi die Schwierigkeiten des Alltags, dass man nicht mehr automatisch weißer Mann sozusagen den Statuserwartungen beschenkt wird. Und es ist sozusagen, also wann machst du diesen, wie machst du sozusagen diese Veränderung, diese auch die soziologische Veränderung dahinter? Wie machst du das, woran machst du das fest, erstmal, dass es überhaupt diese Tendenz so stark gibt? Oder war das schon immer so und jetzt kriegen wir es nur mit, weil es im Internet ganz viele Leute sind? Ich glaube, das Internet ist halt ein Ort, dass eben so eine Vernetzung in gekränkter weißer Männlichkeit als auch eine Radikalisierung einfach sehr beschleunigt und vereinfacht. Also das Ding ist ja, wer meine Sachen kennt, weiß ich, dass ich ein großer Fan von Rolf Pohl bin, Geschlechtsforscher und Sozialpsychologe Rolf Pohl analysiert, dass eben Männlichkeit von heterosexueller und weißer Männlichkeit die Kränkung immanent ist. Und gerade jetzt eben halt auch in der Moderne, wo eben so diese klassisch männliche Rolle des Ernährers, des Beschützers, jada, 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 so nicht mehr existent ist und eben auch permanente Kränkung stattfindet im Sinne von hier, du bist im Kapitalismus und vor allem im Neoliberalismus permanent auf eine Entfremdung zurückgeworfen, du wirst ausgebeutet, du bist halt irgendwie nicht die. Also da kommt eben diese narzisstische Selbstüberhöhung, die ich vorhin sogar referenziert habe. Es besteht ein krasser Bruch zwischen der Selbstwahrnehmung als intellektuell überlegener Gentleman und eben als Wurm im Kompost im Spätkapitalismus, als der dich dein Chef betrachtet. So. Und anstatt jedoch, und das ist so ein großes Problem, dass ja auch autoritäre Persönlichkeiten, wie sie der Kapitalismus hervorbringt, immanent ist, dass ja keine Kritik an der Gewalt stattfindet, sondern eine Identifikation mit derselben. Und dann diese gekränkten jungen Männer nicht denken, okay, wir müssen dieses System, das mich fertig macht, überwinden, sondern ich will eben derjenige am Hebel sein. Und eben auch, dass wir, das ist dann quasi die Auslagerung des Selbstzweifels und des Hasses auf bereits gesellschaftlich designierte Feindbilder gibt, wie MigrantInnen, Frauen, queere Menschen, Jüdinnen und Juden. Also das ist, glaube ich, so die soziologische, psychologische Grundlage, von der wir sprechen. Und das Internet ist natürlich ein Ort, wo eben diese Kränkung dann auch sehr viel einfacher aufgefangen wird und wo man sich einfach sehr viel leichter mit anderen vernetzen kann und eben in diese Communities zurückziehen kann. Dass das dann Orte sind, in denen man sich gegenseitig selbst bestätigt, sich gegenseitig in seiner Ideologie befeuert, die eigenen, also und halt auch gar nicht mal zu einem Reflektieren kommt, weil permanent dieser Moment der Empörung und Kränkung einfach generiert und befeuert wird und eben dieses Selbstbild als erleuchteter Gentleman eben auch darin bestätigt wird, sich in diesen, also gerade noch so Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre, also die Zeit, von der wir sprechen, in diesen damals noch sich clandestin empfindenden Online-Communities so stattgefunden hat. Und ja, ich glaube, das ist so dieser Knackpunkt, über den wir sprechen müssen, nämlich das Internet als Ort, das gesellschaftlich begründete Kränkungen auffasst, amplifiziert und gerade auch nochmal durch so eine Anonymität des Raums es halt auch einfach leichter macht, würde ich sagen, so Feindbilder aufzumachen und die dann auch nochmal anzugreifen, weil eben also gerade auch so virtuelle wie auch reale Gewalt meines Erachtens nach auch immer so eine Wiedergutmachung der Kränkung ist. Dass wenn dann zum Beispiel misogyne Shitstorms wie Gamergate passiert, dass dann halt auch so eine Strafe ist, so ey, hier als ihr, als Flinterperson dringt in unsere männliche Community ein, das darf nicht sein, dafür müssen wir euch bestrafen und somit halt auch diese Kränkung wieder gut gemacht wird, dass dieser vermeintlich männliche Raum genommen wird. Jetzt hast du da fühlst nur, wenn ich noch kurz auch etwas hinzufügen darf, ich bin natürlich 200%ig einverstanden, nur würde ich hier gerne auch gerade noch jemanden sonst zitieren, der hier auch sehr gut auf die Bühne passen würde, und zwar Simone Schrick. Ja, absoluter Widerstand. Geschrieben hat, echte Gefühle, und was ich dort sehr schön finde, es geht natürlich auch genau um diese
Dynamiken, die du beschreibst, und was er eben auch sehr schön zeigt, ist, dass diese gekränkte Männlichkeit im Internet eben auch nicht nur amplifiziert wird, sondern sie wird überhaupt erst generiert. Du hast den Begriff auch kurz benutzt vorhin, aber er zeigt halt wunderbar auf, wie aus eigentlich kleinen alltäglichen Irritationen und Erfahrungen von, oh wow, mir hat jetzt eine Person gesagt, meine Ausdrucksweise war rassistisch zum Beispiel, oder meine Ausdrucksweise war sexistisch. Aus dieser eigentlich kleinen Irritation und dem Unwohlsein, die daraus resultiert, wie das dann eben im Internet durch Memes und in bestimmten Subkulturen quasi fruchtbar gemacht wird und aufgebläht wird und dann die Antwort kommt, die Erklärung, ah, wieso hast du dich jetzt irritiert gefühlt? Ja, weil du ein weißer Mann bist, ein weißer Cis-Mann. Die sind eben heute in einer benachteiligten Position und so weiter. Das ist dieses generative Element, finde ich auch wirklich sehr wichtig. Und da fahren auch ganz viele eben weiße Cis-Männer ein, die eigentlich nicht mit dieser Überzeugung anfangen. Oder die gehen nicht ins Internet, weil sie eine Gemeinschaft per se suchen von gekränkten weißen Männern, sondern die gehen halt ins Internet und die haben so ein paar Irritationserfahrungen und so weiter, wie sie alle haben. Und dann bieten ihnen diese Communities Erklärungsansätze und affektive Dynamiken an, die sie befriedigen und das irgendwie für sie eben klar klären, wie das verständlich machen für sie, und so kann man dann eben auch reinrutschen in solche Dinge. Da muss man sich aber halt auch anschauen, so inwieweit halt so das, die analoge und die digitale Gesellschaft funktionieren, weil es ist ja durchaus auch so, dass Online-Algorithmen halt antifeministische Inhalte stellen, also auch lange Zeit, bei YouTube war das zum Beispiel so, präferiert gezeigt, aber dann kommt so ein 16-jähriger Junge und fragt sich, ey, hier, warum habe ich keine Freundin? Und dann werden ihm direkt Sachen reingespült, ja, weil der Feminismus Frauen dazu bringt, nicht mehr mit Männern zu schlafen, oder weil du ein Beta-Kack bist und deswegen musst du jetzt die rote Pille schlucken und Alpha-Mann werden. Ich meine, Antifeminismus ist ja kein neues Phänomen, aber das Internet hat Antifeministen, die es so viel einfacher gemacht, sich halt in dieser Manosphäre zu organisieren. Ja, auf jeden Fall. Also die es ist ja wirklich erstaunlich, dass es so schon, hast du vorhin ja schon angedeutet, dass dieses Gamergate, was das Ganze nochmal sozusagen so multipliziert hat, oder dass man das Gefühl hatte, es gab so einen bestimmten Subszene sozusagen nochmal so einen richtigen Boost und hat auch eine, das vielleicht ist erstmal so eine kleine Machtfrage gestellt oder Kraftprobe oder so, und hat sich dadurch auch nochmal stärker verbreitet. Kannst du noch mal kurz sagen, also vielleicht nur kurz, nicht die ganze Geschichte des Gamergates, sondern vielleicht noch länger hier, aber vielleicht fokussiert auf die Frage, sozusagen, was spielt denn dann da drin auch Memes für eine Rolle, damit wir sozusagen, also inwieweit spielten da drin Memes eine Rolle als Ausdruck von genau dieser Zurückweisung von Kritik gegenüber einer feministischen Kritik an den Lieblingscomputerspielen oder so. Wie ist das darüber entstanden und wie haben sich diese Szenen sozusagen, gibt es da andere Pipelines oder sind daraus Pipelines entstanden zu anderen Szenen? Das sind jetzt, glaube ich, drei Fragen auch einmal zu Gay. Ja, sorry, ich habe das so kurz zusammen, und das nachdem wir 8 Stunden auf einer Konferenz waren. Ich glaube, das schaffen wir. Also ich meine, für alle, die nicht wissen, oder ihr wisst alle, was Gay ist, gibt es irgendjemanden, der keinen Begriff von Gamergate hat? Okay, Gamergate war eine misogyne Hasskampagne gegen Flinterpersonen aus der Videospielszene 2014, die begründet wurde mit Ethics in Gaming Journalism, also dass halt eine Flinterperson ein Spiel gemacht hat, das sehr gute Kritiken bekommen hat, das ein Spiel war, wo es darum ging, Depressionen zu erkunden, und der Ex-Partner dieser Person hat dann empört darüber geschrieben, dass eben diese Person nur gute Kritiken bekommt, weil sie eben mit diesen Game-Journalisten geschlafen hätte. Hat nicht, stimmte nicht. Und dann angefangen, teils aus der Beziehung auszupacken und dann versucht, so eine misogyne Shitstorm-Kampagne zu starten. Und das wurde dann auch relativ bereitwillig aufgegriffen, weil eben zu dem Zeitpunkt halt auch eine Videospielszene den heterosexuellen weißen Mann als quasi Publikum gesehen hat und Spieler halt auch einfach sehr oft sexistische Tropen reproduziert haben und Männerfantasien bedient haben. Und dann kam eben diese feministische Kritik an dieser Community. Das Problem bei Gamern ist, und damit meine ich so Capital G Gamer,
dass sie sich immens mit ihrem Hobby identifizieren. Und eine Kritik an ihrem Hobby oder eine Kritik an der Gaming-Industrie durch diese krasse Identifikation als Kritik an der eigenen Person aufgefasst wird. Und gleichzeitig auch bei Gamern, obwohl der Großteil der Bevölkerung Videospiele spielt, immer noch dieses Selbstnarrativ vorherrscht als Minderheit, die irgendwie wegen einem Nerd-Hobby gemobbt worden ist, was halt so de facto einfach auch nicht der Fall ist. Also halt jegliche Kritik an der Community zu einer sehr affekthaften Abwehr führt. Und das hat auch so eine große Rolle bei Gamergate gespielt. Also die wollen irgendwie unsere Identität uns wegnehmen durch ihre feministische Spaßverderberei. Und was gibt es, es gibt kaum etwas, was anfälliger ist für Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus als gekränkte weiße heterosexuelle Männlichkeit. Und dann hatte man eben diesen über Imageboards wie 4chan oder über das rechte Doxing und Trollforum Kiwi Farms amplifizierten Hass gegen eben einzelne Flinterpersonen aus der Videospielszene. Und dann saßen da, also so das, und Vertreter der Alt-Right, also Milo Yiannopoulos, Stefan Molyneux, Steve Bannon, saßen dann da und dachten sich, Moment mal, da ist eine Horde wütender junger weißer Männer. Wie kann man das nutzen? Und haben dann eben angefangen, auch dieses Gamergate-Negative aufzugreifen, um explizit antikommunistische, antifeministische und strukturell antisemitische Narrative zu pushen, wie eben der Kulturmarxismus bedroht die Gaming-Community. Und das eben auch ganz massiv anhand einer dessen, was nachher als Mimetic Warfare bekannt werden sollte. Es hat sich dann einerseits in so einer Feinddarstellung in Memes dargestellt, dass man zum Beispiel Spiele gab, wo man Anita Sarkeesian, also die ja eine YouTuberin ist, die sich kritisch mit Sexismus in Games beschäftigt, verprügeln konnte, die quasi zum ultimativen Feindbild geworden ist. Andererseits aber auch, dass Gamergate auf 4chan dann so ein eigenes Maskottchen entwickelt hat. So ein Anime-Mädchen, obviously, dass dann eben dieses Gamergate, also dieses Gamergate-Narrativ dann aus der 4chan-Perspektive kommentiert hat und in ihrer Darstellung Selbstbildung auch 4chan-Memes referenzierte. Also trägt so ein lila-grün gestreiften Pulli, was eine Referenz auf ein Rape-Meme ist, das auf 4chan sehr lange populär war. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber und gerade durch zum Beispiel dieses 4chan-Gamergate-Meme, dass halt durch diese Mimifizierung natürlich auch noch mal ein Community-Building stattfindet. Das ist unser Maskottchen, das ist unser Symbol und damit identifizieren wir uns und da projizieren wir natürlich auch unsere Männerfantasien quasi rein. Und das, finde ich, ist eine Rolle von Memes, über die auch gerade aus dem rechten Kontext sehr dringend gesprochen werden muss, nämlich dass sie eben auch immer Identifikationsmerkmale sind oder halt auch Beweis zu einer bestimmten Community zu gehören. Im Sinne von, nur die Eingeweihten kennen jetzt die freshesten, besten Memes so. Julian, vielleicht frage ich nochmal da weiter. Das Meme, was wir heute natürlich auch mit auf dem Cover haben, das ist ja ein umkämpftes Meme. Und gleichzeitig ein sehr wichtiges, auch in genau dieser rechten Subkultur, die sehr dezidiert politisch damit auch versucht zu intervenieren und dieses Meme sicherlich auch mit groß und bekannt gemacht hat, aber jetzt, wenn nicht erfunden, dann auch sozusagen wesentlich weiterentwickelt hat, kannst du, ihr habt das, du kannst es wahrscheinlich auch nachts um drei, ne? dass du nochmal vielleicht ein bisschen, weil ihr habt da ja sozusagen auch eine Vertiefung in eurem Buch zu dem Meme, dass du nochmal ein bisschen wachrufst, was hat es eigentlich mit diesem Pepe zu auf sich? Wie ist das sozusagen zu so einem rechten Meme geworden und auch in so einer, wie schließt das an, einfach auch an so eine Entwicklung der Gaming-Szene? Ja, das war wirklich die Keimzelle des Buches und das war zunächst eben schon noch relativ harmlos, aber eben dann während dem Schreiben dieses Aufsatzes, der jetzt Teil des Kapitels zu Pepe bildet im Buch, da geschah dann
diesem Aufmarsch in Charlottesville und dann wurde mir zumindest, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber da wurde mir noch erstmal so richtig bewusst, wie krass jetzt das eigentlich war, die Instrumentalisierung, diese Bildlichkeit. Also diese Comic Frosh Pepper ist eigentlich eine ganz harmlose Comicfigur aus einem Independent Comic von 2005 von Matt Fury, einem sehr sympathischen Herrn, wirklich ein talentierter Comiczeichner, über den es auch einen wunderbaren Dokumentarfilm gibt, 2020 erschienen, Feels Good Man heißt er. Das ist der Film, der genau diese Geschichte dieses Froschs und dann auch die Geschichte der Versuche nacherzählt von Matt Fury, seine Kreation sozusagen zurückzuerobern. Und das gelingt natürlich nicht. Also das gesagt, das ist eine umkämpfte Bildlichkeit. Ich würde sagen, das war eine umkämpfte Bildlichkeit und eine Seite hat eigentlich diesen Kampf für sich entschieden. Denn also diese Pepe wurde relativ schnell zu einem Meme, so etwa ab 2008, das kann man rekonstruieren, wurde dieses Froschgesicht memetisch verwendet, auch auf diesen Imageboards, 4chan und so weiter, und gelangte so auch in den Mainstream hinein, kann man alles nachschauen, rekonstruieren, das war alles noch konsistent mit der Quelle, also Pepe als so bekiffte Stoner, Frosch, das sind alles so anthropomorphe Tiere in diesem Comic, The Boys Club, und sein Claim to Fame ist dieser eine Comicstrip, in dem es darum geht, dass Pepe immer beim Pinkeln im Stehen die Hose ganz nach unten zu den Knöcheln zieht, und das findet dann sein einer Freund ein bisschen seltsam, und warum machst du das, und warum lässt du die Hose ganz runter, und dann sagt der Pepe, ja, feels good man, das ist dieser Gesichtsausdruck der absoluten Zufriedenheit in der eigenen Kreatürlichkeit sozusagen, der ist memetisch geworden, oder? Das ist ganz harmlos. Und da passiert dann genau das, was du jetzt vorhin ja schon perfekt auf den Punkt gebracht hast, oder? Dieses Meme, diese Meme-Figur, die zuerst zirkuliert in diesen Insider-Szenen, auch ein Erkennungsmerkmal wird, diese eingeweihten Nerds, ein Schibolett, könnte man sagen, ja, die dringt in den Mainstream ein, plötzlich twittert Katy Perry einen Pepe und so, und dann beginnen die Aktionen dieser gekränkten Meme-Schmiede, die sich für die Speerspitze des Internets halten. Wie erobern wir den jetzt für uns, wie machen wir den so toxisch, dass niemand sonst ihn verwenden kann, und das haben sie dann geschafft, indem sie ihn assoziiert haben mit der Alternative Right und insbesondere mit der Figur von Trump. Man kann nicht ganz genau rekonstruieren, wann das beginnt, aber 2015 ungefähr werden die ersten Memes gepostet, wo dann Pepe eine Trump-Frisur hat, und einmal retweetet dann Trump selbst so einen mimetischen so Clip mit diesem Frosch, obwohl ohne zu wissen, was das jetzt soll, aber der fühlte sich wohl irgendwie geschmeichelt. Und so entwickelte sich dieses Ding, dieses ursprünglich harmlose Fröschchen, zu einem genuinen Hasssymbol, das sogar von der Anti-Defamation League dann wirklich auch klassifiziert wurde als Hasssymbol. Und Hillary Clintons Kampagne postete dann noch so einen Explainer auf die Website: Hey, wenn ihr diesen Frosch seht, passt auf, das ist ein Faschosymbol, was natürlich denen wiederum in die Hände spielte und bestätigte, dass ihnen genau das gelungen war, was sie intendiert hatten. Und da kann man jetzt verschiedene Dinge natürlich dran festmachen, die für die Meme-Kultur ganz wichtig und entscheidend sind. Ich werde das jetzt nicht allzu breit schlagen, aber vielleicht einfach nur. Also der Tod des Autors, oder? Wir haben hier für einmal tatsächlich einen identifizierbaren Schöpfer, einen Autor, einen Zeichner, und dessen eigenes Werk ist mir komplett entglitten. Also jegliche Versuche, das zu reclaimen, müssen scheitern. Der Hive-Mind, die Gemeinschaft, die Kultur der Digitalität mit Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität ist stärker sogar als das Individuum, das diese Bildlichkeit kreiert hat. Ja? Also diese Replikationskette hat eine Eigendynamik, diese Variationen, die dann entstehen, das kann man hier sehr gut zeigen. Und was man auch zeigen kann, ist ein interessantes Feature dieser gemeinschaftlichen Formationen, so nennt das Felix Stalter, also diese einigermaßen lockeren Communities, die entstehen im Netz, die nicht formalisiert sind, die kein Manifest haben, keinen Kodex oder sowas, aber die doch über strenge Codes verfügen, der Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. Das Funktionieren dieser Formationen kann man auch gut demonstrieren am Beispiel dieses Froschs. Ja? Sobald der in genügender Frequenz und Quantität
beansprucht wird von einer gemeinschaftlichen Formation, ist er für die andere nicht mehr zugänglich. Das konnten wir auch zeigen im Buch. Also es gab vereinzelte Versuche, sozusagen linke Pepe-Memes zu kreieren, ihn zurückzuerobern. Die gibt es schon, aber das sind ganz wenige. Und sozusagen auch die Linke hat dann sich diese Deutung wie angeschlossen und eher Memes produziert, in denen Pepe als Hasssymbol, als Faschofrosch bekämpft wird. Also man findet eher ein Meme, in dem Pepe einen Faustschlag ins Gesicht bekommt oder sowas von linker Seite oder geköpft wird oder was auch immer oder sowas, ja, eben, genau. Das ist jetzt entstanden für diese Veranstaltung, das ist ganz typisch, als dass man ein Meme finden würde, in dem jemand sagt, nein, Moment, dieser nette Frosch, wir holen uns den jetzt zurück. Das ist ganz typisch für die Rezeptions- und Produktionsdynamiken, die sich dann jeweils ergeben. Deshalb haben wir eine große Fallstudie dazu gemacht. Außer man wechselt ganz den kulturellen Kontext. Das ist noch eine kleine Klammerbemerkung. Pepe in Hongkong im Rahmen der Demokratieprozesse wurde ganz anders verwendet. Also wenn man wirklich den kulturellen Kontext so stark wechselt, dass eigentlich dieses ganze Alt-Right-Trump-Zeug überhaupt nicht mehr zugänglich ist für die Leute, dann kann Pepe wieder anders verwendet werden. Dort wurde das Demokratiesymbol benutzt und wenn man die Leute dort gefragt hat, haben sie sowas gesagt wie, ist doch eine nette, positive Figur, so ein bisschen wie Hello Kitty oder sowas. Das ist dann schon möglich, aber das braucht eben einen krassen Wechsel des Umfelds. Ich finde, bei Pepe ist es auch so interessant, das Ding bei Memes ist ja, dass sie sonst einfach unglaublich fluide sind und demzufolge sehr leicht subversiv umgedreht werden können. Was ich zum Beispiel sehr oft bei den Virgin vs. Chad oder Yes, Chad Memes oder Memes sehe, dass da halt auch eine queere oder feministische Subversion einfach wirklich, wirklich häufig an den Tag gelegt wird. Und dass Pepe, also Pepe erstens für Meme sich wirklich, also dass ein Meme sich über Jahre so präsent hält, das ist unglaublich selten. Dass es einfach immer diesen gleichen Kontext hat, das ist auch unglaublich selten. Und dass also man daran eben auch sieht, was für eine Kraft von der Alt-Right dahinter war, eben dieses Meme einfach als das Alt-Right-Meme einfach so weiterzuweiten. Also ich sehe, dass das halt so in den letzten Jahren so langsam abgenommen hat. Und das ist irgendwie so das traurigste mögliche Ende für Pepe, finde ich. Dass er eben dieses Alt-Right-Maskottchen war und jetzt von anderen Alt-Right-Maskottchen einfach abgelöst wird, weil I don't know, weil es zu langweilig geworden ist. Aber immer so als das Symbol der Alt-Right im kollektiven Gedächtnis bleiben wird. Das ist einfach so eine traurige Story. Pepe deserves better. Ja, und ich finde es auch sehr bezeichnend, natürlich die Rolle, die die Medien da gespielt haben. Denn für mich war Pepe auch so die Begegnung damit, dass das erste Mal ein solches Meme so breit medial aufgegriffen wird, in der New York Times und überall. Und dass auch Freunde von mir, die überhaupt nichts am Hut haben mit Digitalkultur und Meme-Kultur, Pepe plötzlich kannten, weil er es in den Zeitungen Berichte darüber gab und so. Und natürlich absurderweise hat diese oft entsetzte und sehr kritische, selbstverständlich Berichterstattung über diese Reise von Pepe, bis er dann eben ein Nazi-Symbol wurde. Diese Berichterstattung, die natürlich eigentlich kritisch gemeint war und die aus so einem Reflex von What the fuck? Und was soll das? Diese komische Froschfigur, das ist anscheinend so was Toxisches, die daraus entstanden ist, die hat natürlich paradoxerweise mit dazu beigetragen, Pepe so krass zu kanonisieren als rechtsextremes Symbol. Das wäre sonst ganz sicher nicht so erfolgreich geworden und ich denke, dass deutet auch ein bisschen auf ein Dilemma hin, dem man auch immer wieder begegnet, wenn man sich mit diesen Phänomenen auseinandersetzt. Man muss sie analysieren, man muss ihnen die Publizität geben, die sie verdienen, tragischerweise, weil sie als toxische kulturelle Formationen uns extrem viel über unsere Kultur verraten, und zwar über extrem schlimme Neigungen und Ressentiments in unserer Kultur. Aber gleichzeitig möchte man ja eigentlich nicht diesen Wirklichkeiten eine solche Macht verleihen. Und Pepe ist für mich eigentlich ein Beispiel, wo wirklich auch eine mediale Berichterstattung ihm eben eine solche Macht und einen solchen kanonischen Status hat mitverliehen hat. Du hattest vorhin, Veronika, davon gesprochen, dass es natürlich auch, dass Leute versucht haben, da aus der Alt-Right-Bewegung strategisch auch zu intervenieren und so eine Mimetic War hattest du es genannt. Ne? Ich finde, es ist ja ganz interessant, sich das auch von der strategischen Perspektive noch einmal anzugucken. Also du hast jetzt sozusagen auch die Festschreibung dieses Memes durch die äußeren, sozusagen durch die linke oder kritischere Presse sozusagen ein bisschen beschrieben. Aber sozusagen diese Intervention von der Alt-Right-Bewegung auf, ne, auf dieses Gamergate, auf diese Frage, wie nutzen wir eigentlich für die Ausbildung von der rechten Massenbewegung in den USA und anderen Ländern natürlich auch,
Wie nutzen wir da sozusagen das Digitale oder wie nutzen wir diese Kultur? Kannst du vielleicht zu den Propagandisten oder Protagonisten vielleicht noch zwei, drei Worte verlieren? Also ist das sozusagen eine organisierte Intervention, die, wie man das jetzt hier in Deutschland ja auch eine Weile gehört hat, dass sie sich über sag mal Gaming-Boards und so weiter organisieren und mit Abzeichen und irgendwann werde ich Lieutenant. Sozusagen gab es da so strategische Interventionsversuche oder wie würdest du die beschreiben? Also es ist halt so ein Teils-Teils-Ding. Das ist eben eines, also der Begriff der Mimetic Warfare kommt von dem Donald Trump, Bogarta Jeff Geiser, glaube ich, heißt er mit Nachnamen, der das in einer Strategiebroschüre verwendet hat und gesagt hat, hier, wir als neue Mächte müssen eben uns dieser Mimetic Warfare bedienen, wir müssen das benutzen, was diese Weirdos im Internet machen. Und das eben auch gerade zum Trump-Wahlkampf und zum Aufstieg der Alt-Right eben so Akteure wie gerade Milo Yiannopoulos ganz bewusst sich eben Meme-Culture bedient haben, Steve Bannon fällt da auch sofort ein, um eben um online präsent zu sein, um eben Identifikationspotenzial zu bieten, um zu sagen, hey Kids, wir sind einige von euch, how do you do, fellow Kids? Aber du hattest ja auch diese Gaming-Boards angesprochen, wir haben hier, also das wäre ein deutschsprachiger Raum, es war so ein Discord-Server, Discord ist so eine Online-Voice-Chat-Plattform für Videospiele, ich benutze das auch, wenn ich mit meinen Freunden Videospiele spiele. Man so eine Form von Mimetic Warfare hatte in Bezug auf wir greifen linke politische AkteurInnen an, ich war eine davon, war nicht schön, um die fertig zu machen. Wir basteln gemeinsam Memes, um Leute zu diskreditieren. Wir machen uns, also wir haben so eine Gamification of Online Violence. Wir machen uns ein Spiel daraus, Leute anzugreifen. Allerdings ist das der viel relevantere Teil einfach diese Fußläufigkeit, diese Entstehung von Memes in diesen Online-Sphären. Also das ist ja so ein wieder, also du hast ja diese Masse an Internet-Edgelords, an rechten Trollen, an Personen, die auch einfach nur aus Antifeminismus, Sexismus oder just for the lulz, wie sie selbst sagen, im Internet rechte Memes verteilen, politische GegnerInnen angreifen, Memes transformieren. Also das ist ja auch etwas, was von einer politischen Rechten aktiv mit eingedacht wird, dass man als Stichwortgeber fungiert, aber der Großteil der Arbeit einfach organisch in Online-Sphären entsteht, weil es einfach Memes inhärent ist, dass sie sich weiterbilden, dass sie geteilt werden, dass sie transformiert werden. Magst du vielleicht nochmal sagen, jetzt ne, so eine strategische Intervention plus sagen wir, Dynamik von Leuten, die das sozusagen, das ist ihre Hemisphäre und die wollen sie beschützen. Kannst du vielleicht nochmal was zu den Lulz erzählen? Also ich weiß nicht, wer von euch da was zu sagen will, weil das taucht ja auch häufiger in eurem Buch jetzt jedenfalls auch als Kategorie auf, also Lust an der Provokation. Vielleicht, wer mag? Ja, also die Währung sozusagen der Internet Cloud sind die Lulz, wobei das ja eben auch wieder ein Spiel ist mit so eine Art Selbstkamouflage, eine ironische, wie wenn Nazis ein Shirt anziehen, auf dem steht politisch motivierter Einzeltäter. Also man weiß, wie es in Wahrheit ist, dass es Vernetzungseffekte gibt und ein Kollektiv, das dahinter steht. Und die machen sich lustig über die Naivlinge, die was anderes glauben. Und bei den Nulls auch, wir machen das ja nur zum Spaß. Aber es ist natürlich kein Spaß. Du hast ja gerade gesagt, es geht letztlich darum, Existenzen zu zerstören. Ja? Also das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Ja? Und nicht, aber das ist so das, was immer, das ist die Rhetorik dahinter, ja, diese Teenager-Männlichkeit, Edgelords-Rhetorik. Ja. Vielleicht noch eine Frage, um dann auch gleich sozusagen die Kurve zu kriegen und in Richtung quasi Linkpotenzialen und so abzubiegen. Jetzt erleben ja auch viele von den Rechten also sozusagen die Gefahr oder auch die Realität für sie, dass die Plattformings. Also viele Akteure werden gesperrt auf verschiedenen Plattformen, können sich irgendwie nicht mehr äußern und ziehen sich eventuell manchmal in andere
eigene Netzwerke sozusagen zurück, wo sie dann vielleicht eher nur noch eine kleinere, noch kleinere Community haben und nicht mehr so einen großen Resonanzboden, weil ihre Accounts gesperrt werden oder ihre Arbeit da sozusagen vorbei ist. Ist das eine sinnvolle Strategie, sozusagen irgendwie eher durch staatliches oder auch staatlich indiziertes Durchgreifen auf solchen Plattformen, da mit Repressionen drauf zu antworten, oder führt das oder bringt das eher Fame in so einer Szene und wieder Anlass zu kreativen Ausweichbewegungen? Ist das, könnt ihr das beobachten? Kannst du das vielleicht mal einschätzen? Was sind deine Beobachtungen davon? Ja, ich denke, da kann man verschiedene Meinungen sein und auch die Forschung ist sich da nicht unbedingt einig. Denn einerseits gibt es genau das Phänomen, das du eben erwähnt hast, das gibt einem quasi noch mehr Clout und dann geht man halt einfach in seine eigenen, zum Beispiel rechtsextremen Chats, Kopierungen auf seine eigenen Foren und Boards und dort läuft es halt weiter. Und da gibt es auch so Beispiele, die da gemacht werden, ist zum Beispiel auch, das Piraten von Medien und so weiter. Da hat man ja ewig versucht, quasi diese Leute, diese Plattformen, wortwörtlich zu den Plattformen, also sie zu sperren und so. Das hat ja nicht funktioniert, das wissen wir alle. Aber gleichzeitig würde ich schon sagen, irgendwie hat es eben schon auch funktioniert und ich würde sagen, genau das Gleiche ist, es war zählt für, dass die Plattformen von solchen Persönlichkeiten, zum Beispiel auf YouTube und so, denn natürlich, dadurch, dass jetzt zum Beispiel beim Piraten von Medien, dieses Wissen ist einfach gar nicht mehr gleich einfach zugänglich für die Leute. Und ich merke schon, dass zum Beispiel eben jetzt eine junge Generation, die weiß auch gar nicht mehr wirklich, wie das geht, die hat nicht mehr so einen Bezug dazu. Das hängt natürlich auch damit zusammen, in dem Fall, dass es sehr einfache, legale Angebote gibt und es einfach sehr viel praktischer ist. Aber es ist schon auch so, dass einfach so diese Möglichkeit von, man könnte ja piraten, einfach auch nicht mehr gleich im Raum steht, weil es einfach nicht mehr gleich präsent ist im Internet. Und das ist natürlich bei diesen ganzen Persönlichkeiten, siehe Donald Trump auf Twitter und so weiter, auch so. Das Einfallstor wird meiner Meinung nach schon kleiner. Sehr viele Leute, die so sehr casually irgendwie damit in Berührung kommen, vielleicht wie wir auch vorhin gesagt haben, die sind gar nicht unbedingt, die starten nicht unbedingt als, oh, ich bin ein gekränkter weißer Cis-Mann, sondern die haben einfach so irgendwelches ein leichtes Unbehagen, eine Irritation in gewissen Situationen und die kommen halt dann viel leichter in Berührung mit bestimmten sehr radikalen und radikalisierenden Tendenzen, solange die so präsent sind auf diesen Mainstream-Plattformen. Und viele dieser auch Attentäter etc. Hatten sich ja auch zum Beispiel eben über YouTube radikalisiert. YouTube hat erst 2019 erste Versuche unternommen, meines Wissens, Leute zu die Plattformen oder zumindest bestimmte Kanäle halt zu verbannen oder ihnen bestimmte Möglichkeiten zu verschließen, zum Beispiel der direkten Monetarisierung, wo sie einfach direkt einfach noch ihr Spender einen Button mit drauf haben können und so. Das ist wahnsinnig spät und vorher, denke ich schon, haben sich Riesenmengen an Menschen gerade über eine so niederschwellige Seite wie YouTube, bei der noch Autoplay aktiviert ist und bei der Algorithmus irgendwie dazu geführt hat, dass man immer am Schluss bei Jordan Peterson gelandet ist. Sehr viele Menschen meiner Meinung nach haben sich gerade durch diese Niederschwelligkeit auch radikalisiert oder sind in diese Communities gerutscht. In dem Sinne ambivalente, ein bisschen mühsame Antwort von das Problem per se löst man wahrscheinlich nicht, aber ich denke schon, dass es eine Möglichkeit ist, das Einfallstor zumindest kleiner zu machen. Ich würde hier auch noch zwei aktuelle Beispiele nennen. Ich bin ja schon so Fan von dem Plattforming, auch wenn es, wie du es gesagt hast, das Grundproblem nicht löst, dann müssen wir radikaler und tiefer angehen. Aber wir haben einmal Andrew Tate, der ist vermutlich auch ein Begriff, belastender Mann im Internet, der einfach eine sehr große Reichweite hatte, auf Instagram, TikTok, Twitter, YouTube und so weiter präsent war, dann aufgrund einer Kampagne von einer antifaschistischen Organisation in England deplatformt wurde und der Anzahl seiner Follower und seiner Reichweite ist einfach radikal gesunken. Das Ding bei Andrew Tate ist, der ist halt gefährlich, weil gerade über so eine Plattform wie TikTok, die halt von Jugendlichen benutzt wird, sehr schnell dann dieser extrem frauenfeindliche Content in die Timeline gespült worden ist. Und das ist immer noch so. Also TikTok-User und Mann
älteren Jahrgangs, also ich habe so viel an Jade da, gut, ich gucke da wahrscheinlich auch manchmal so viel lange hin, aber der ist immer noch von seinen Fans betroffen. Ja, was an so einer Medienmanipulation lebt, von ihm aber trotzdem ist halt seine Reichweite gesunken. Ein anderes Beispiel ist Kiwi Farms, das hatte ich schon angesprochen, ist ein rechtsradikales und vor allem transfeindliches Troll-Doxing-Forum, das auch schon mehrere Menschen in Suizid getrieben hat, maßgeblich Mitinitiator der Gamergate-Harassment-Kampagne war, so ein bisschen zu vergleichen ist mit so dieser ganzen Drachengame-Geschichte im deutschsprachigen Raum. Wenn ich sage, das ist der ekligste Ort im Internet, den ich je gesehen habe, wisst ihr, also ich habe so einiges auf Reddit über eklige Orte im Internet zu sprechen. Und wurde jetzt nach der Kampagne von einer Streamerin, sie und ihre Supporterin haben den Server Cloudflare, der unter anderem auch bis vom Attentat von Christchurch 8chan, zwischen 8kun und auch The Daily Stormer gehostet hat, dann dazu gebracht, Kiwi Farms, das eben bis über 80.000 UserInnen hatte, zu droppen. Und inzwischen ist halt Kiwi Farms und der Betreiber so versuchen halt einfach neue Server zu finden. Ist sehr viel schwieriger, die Seite ist sehr selten aufzurufen, wird permanent auch von linken Hacking-AktivistInnen angegriffen, sodass sie nicht aufgerufen werden kann. Und das hat halt so ganz konkret den Effekt, dass die Opfer der UserInnen dieser Seite mal durchatmen können, nicht Angst haben, dass Bilder oder Adressen von ihnen gelegt werden und wo es dann einfach ganz konkret um die Sicherheit von Menschenleben geht. Und da denke ich, ist was, also natürlich hat man diese radikalisierte Masse, die dann eben, für die das dann Cloud bedeutet, wenn man die Plattform wird, die dann auch einfach auf die nächsten und auf die nächste Plattform folgen. Aber so dieses ganze Fußvolk, dem das zu viel Hassel und Aufwand ist, oder dass auch ein Tempogeld davon berührt wird, das wird einfach nicht weiter radikalisiert und eben im Falle von Kiwi Farms rettet es ganz konkret Menschenleben. Vielleicht dazu noch, ich habe extra, weil ich diese Frage schon auf dem Schirm hatte, noch kurz in das schöne Buch Making Sense of the Alt-Right reingeschaut, des Politologen George Hawley, das kann ich durchaus empfehlen, das von 2017, also schon wieder ziemlich alt jetzt, und dort spricht er auch über die Plattformen und stellt in den Raum all die Pro-Argumente, die wir jetzt auch hatten, insbesondere das Argument, dass eben, das du vorhin stark gemacht hast, dass diese Figuren sich dann nicht mehr so leicht in normale Konversationen einbringen können. Also man ist auf Twitter und plötzlich hat man so einen Neonazi-Tweet mit einem normalen Thread und er sagt dann, ja, wir werden in den nächsten Jahren sehen, ob das jetzt was bringt. Und die Beispiele, die er so bringt, sind eben 2017 Richard Spencer und Milo Yiannopoulos. Und da kann man ja sagen, die sind tatsächlich in der Irrelevanz eigentlich verschwunden. Das hat also durchaus geholfen, ja, in diesem Fall. Letzterer war dann selber quasi zum Meme geworden, ne? Also ja. Vielleicht eine gute Überleitung zu den... Richard Spencer ja auch. Wenn ich an Richard Spencer denke, denke ich an dieses Video. Und das ja, das ist alles extrem. Ja, jetzt ist auch ein ganzes Kapitel damit. Ist, genau, das war die Überleitung auch zu linken Memes jetzt sozusagen ein bisschen gewollt. Weil ihr habt genau dieses... da auch ein Kapitel zu diesem Captain America Meme, ne? Das ist ja auch sozusagen gerade bei diesem Faustschlag gegen Spencer sozusagen so, ich glaube, as American as Apple Pie, einen Nazi zu sozusagen schlagen, und dann sieht man Harrison Ford als Indiana Jones und Captain America, wie er Hitler verhaut und so. Ist das so eine vielleicht eine gelungene antifaschistische und linke Meme-Intervention in der ganzen Debatte gewesen? Ist das vielleicht so ein gutes Beispiel, wo es mal gelungen ist, oder wie würdest du das beschreiben? Ja, also vielleicht ist es interessant, dass das genauso wie Pepe ist auch eigentlich Teil der Keimzelle des Buchs, deswegen kommt das auch aus der genau gleichen Zeit, das war ja auch eben 2016, 2017 sehr aktuell, und wir fanden dann eben, dass wir sozusagen in diesem großen Kapitel zum politischen Meme, dass wir eben einerseits dieses Pepe-Beispiel, das quasi rechte Beispiel haben wollten, und andererseits uns eben linke Interventionen anschauen. Das ist natürlich auch sozusagen programmatisch unsere Idee dahinter. Und das ist, also für die Leute, die es nicht kennen, es war damals so, dass Richard Spencer irgendeine Nazi-Rede gehalten hat, wie zu erwarten ist, am Fernsehen, während er auch noch so einen Pepe-Button an seiner Jacke hatte, und in dem Moment, wo der Journalist ihn fragt, so, ja, was ist denn das überhaupt da an deiner Jacke, kommt irgendein Bystander mit verhülltem Gesicht
Und haut ihm einfach so weit rein und haut ihn so aus dem Frame raus. Und dann ist dieses Interview mit halt so unterbrochen. Das war für uns natürlich auch irgendwie Life imitates Art, dass da wirklich irgendwie auch noch der Pepe-Button kam und so. Dass die Überleitung hat sich von selbst geschrieben, ist ja klar, vom einen ins andere Kapitel quasi. Und was interessant war, ist, dass zuerst hat sich schon sofort über die sozialen Medien das Wissen über diesen Zwischenfall, diese antifaschistische Intervention, ich sage es einfach mal so, das Wissen darüber hat sich sofort verbreitet, aber es gab zuerst kein Bildmaterial und interessanterweise ist dieses Captain America Meme ist zuerst quasi in diese Lücke gestellt worden. Es gibt kein Bildmaterial, jetzt machen wir ein Meme. Und das Meme sieht eben so aus, dass das Cover des ersten Captain America Comics aus dem Jahr 1939. Jetzt sieht man doch, dass zumindest das mit der Comic-Forschung nicht ganz absurd ist, dann der Weg zu den Memes. Das Cover der ersten Captain America-Ausgabe, das diesen eben Superhelden zeigt, wie er Hitler einen Faustschlag versetzt. Dieses Cover wurde dann eben quasi gepostet als Meme und dann wurde irgendwie gesagt, Artist's Depiction of Richard Spencer getting punched in the face. Und so hat das dann quasi angefangen und wurde dann in x Variationen weiterverbreitet. Und es gab dann Versionen, wo Bernie Sanders, Trump eine reinhaut und so weiter und so fort. Also das war dann monatelang ein ziemliches Thema und wurde auch auf Anti-Trump-Demonstrationen und so wurden solche Sujets eben auch hochgehalten. Und insofern war das sehr erfolgreich. Das wurde eben, das ist auch sehr plakativ in die Offline-Welt gedrungen über diese ganzen Demonstrationen etc. Und was wir aber dann halt auch zeigen in diesem Kapitel ist, dass natürlich diese Bildlichkeit per se, diese Captain America-Bildlichkeit, bei dem ganzen Erfolg dieses konkreten Memes ist natürlich diese Bildlichkeit zutiefst ambivalent. Ich meine, das ist ein weißer, blauäugiger, blonder Mann, ein Superheld, der bestimmten hegemonialen Vorstellungen von Männlichkeit natürlich ursprünglich total entspricht. Es gibt natürlich auch Comics, die das subvertieren, übrigens, es gibt die Comics ja schon ewig. Aber natürlich trotzdem per se mal entspricht der einem, das ist so ein eigentlich ein perfekter arischer Mann. Und das haben natürlich die Rechten und die Old Right genauso gemerkt. Und es gibt eben auch Versuche und es gibt auch Captain America Memes aus dieser Ecke, dann eben Captain America als der perfekte Arie. Das heißt, daran sieht man auch, wie umkämpft eine Wirklichkeit sein kann. Die waren hier tatsächlich weit weniger erfolgreich als dieses linke Captain America Meme. Und insofern würde ich sagen, ja, gelungene Intervention und gleichzeitig natürlich eben auch ein Beispiel dafür, wie zutiefst ambivalent und spannungsgeladen solche Wirklichkeiten sind und dass die halt eben auch aus allen Ecken appropriiert, angeeignet werden können und dass Eindeutigkeit da relativ schwierig zu erreichen ist. Das würde ich nachher nochmal vertiefen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel würde ich dich nochmal fragen. Und zwar das Bernie Sanders Meme bei der Amtseinführung ist ja sozusagen auch so gut viral gegangen. Und ihr habt bei euch im Buch, glaube ich, eins, wo er, ist das aus der Venus von Milo irgendwie rauskommt? Botticelli. Also auf jeden Fall so, kannst du nochmal dieses Meme vielleicht, das saß er halt mit so einem lustigen Winteroutfit bei der Inauguration von Joe Biden und hatte diese selbstgestrickten Fäustlinge und diese Burton-Jacke und so. Und das fanden die Leute wahnsinnig lustig, wie der da so sitzt und alle anderen so aufgebrezelt und so. Und er ist halt ein alter Mann, dem wird schnell kalt und so. Das wurde dann sehr stark memetisch ausgeschlachtet. Nur finde ich es. Ich will es jetzt nicht unbedingt als gelungenes linkes Meme bezeichnen, einfach weil daraus ja auch kein politisches Kapital geschlagen werden konnte. Es ist ja bezeichnend, er sitzt ja da an der Inauguration der Amtseinführung seines politischen Gegners, Joe Biden. Er hat ja nicht gewonnen. Er hat verloren die Primaries. Das ist das Grumpy Cap des politischen. Ja, kann man so sehen. Also wenn schon, kann man sagen, gut, das hat eine kompensatorische Funktion. Die Linke, geschlagen wieder einmal in den USA, hat nichts zu sagen. Und jetzt kann man noch ein bisschen zumindest vielleicht resigniert schmunzeln und ein paar solche Memes posten. Ja? Also es ist schon ambivalenter als dieses sehr kämpferische Moment in dieser Captain America. Da konnte ja wirklich im Wortsinn mal endlich den anderen ausgewischt werden. Das hat hier ja nicht geklappt. Aber da würde ich auch nochmal anschließen und du machst gerade mit diesem Kompensationsaspekt einen wirklich, wirklich guten Punkt auch. Weil das Ding mit Memes ist ja auch, dass Memes, also, und das ist so ein Problem mit Online-Aktivismus, den ich relativ stark habe, dass eben Memes oder jetzt mal so Lefty-Content auf Twitter posten, gerade in der Post,
oder in einer In- oder Postpandemie-Gesellschaft eine konkrete Organisation ersetzt, weil sich mit Leuten auf Twitter über, wenn es wenigstens Marx wäre, streiten oder irgendwie linke TikToks machen, Aktivismus ja unglaublich vereinzelt und da vielmehr auch so eine Influencerinnen oder eine mimetische Perspektive den Hauptaspekt hat und eben nicht die konkrete klassenkämpferische, feministische, antifaschistische Organisation, die wir brauchen, weil no offense mit Memes, also Memes können Teil einer Revolution sein, aber sie sind nicht die Grundlage derselben. Ja, aber wie du sagtest, die eine dominante Grundemotion unserer Zeit ist die Kränkung, die andere ist die Resignation. Weil alle irgendwie gemerkt haben, auf konventionellen politischen Wegen können wir sowieso nichts ändern. Also eben in den USA wäre jetzt das ernüchternde Resignationserlebnis, okay, Bernie Sanders hat es zum zweiten Mal nicht geschafft, also whatever, jetzt ziehen wir uns zurück in unsere atomisierte Einzelzelle sozusagen unseres Zimmers und posten nur noch. Und alle posten, das ist klar, alle posten. Aber ich glaube, das Bernie-Meme, das du ansprichst, hat diesen resignativen Beigeschmack, der spezifisch von diesen linken Niederlagen zeugt. Und ich sehe das genau wie du. Da kommt das Kompensatorische sehr stark ins Spiel, das Resignative. Und gleichzeitig würde ich schon auch sagen, wir gestehen den Rechten zu, dass da zuhauf eigentlich apolitische Menschen radikalisiert werden durch unter anderem eben eine lustige Meme-Kultur. Genau das Gleiche kann ja wahr sein für die linke politische Seite. Jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich würde nicht argumentieren, dass das Bernie's Mittens-Meme da gerade besonders effizient ist, überhaupt nicht. Aber ich sage nur sozusagen alles Potenzial. Natürlich ersetzen Memes, absolut, Memes sind nicht die politische Aktion oder ersetzen sie, sondern sie sind Teil davon. Aber apolitische Menschen in der Digitalkultur können sich politisieren über Dinge wie Memes. Und aber das ist für Linke genauso wahr. Und da würde ich auch nochmal anknüpfen. Das Ding ist ja, also ich glaube, wir alle sind uns einig, the right can't mean, they have like one Jake. Aber das, und rechte Memes sind auch nicht lustig, sondern es ist ein Ausdruck von Humor, der nach unten schlägt. Also es ist ja auch nicht mal Satire, weil Satire ja nach oben schlägt. Es ist, ihr argumentiert in eurem Buch mit Michael Billigs Humortheorie, der auch sagt, es gibt eben diese Form von autoritärem Humor, die sich als subversiv generiert, aber auch einfach Unterdrückungsverhältnisse reproduziert. Und das ist ja dieser rechte Humor. Und dieser rechte Humor funktioniert ja auch, weil er eben an gesellschaftlich fest verankerte systematische Ressentiments und Unterdrückungsmechanismen und eben diese Kränkung so anknüpft. Und das ist halt so das Grundlegende. Wir als Linke müssen so viel mehr auf so einer radikaleren Ebene ansetzen, während rechte Memes eben schon die Kränkung und den Affekt und den Rassismus und die Misogynie, die da ist und die so präsent ist, einfach das triggern und damit eben Erfolg haben in der Radikalisierung. Ja, aber wie du, ich möchte nochmals auf die Affekte zurückkommen. Zuerst ist die Irritation da oder die Kränkung oder die Resignation, die Enttäuschung. Und die ist ja noch ungerichtet, die ist noch nicht intentional ausgerichtet. Und da gebe ich dir schon recht, Johanna, da gibt es ein Potenzial, das abgegriffen werden kann. Wir können konstatieren, ich bin dann schon the right can't mean im Sinne von, die sind nicht lustig, die sind nicht gut, diese Memes, aber was gelingt ist, dass dort eine Art emotionale Beheimatung entsteht, ein Kosmos, in dem sich Menschen offensichtlich, auch wenn wir uns das vielleicht nicht so vorstellen können, weil uns das fremd ist und uns abstößt, aber ein bildlicher, symbolischer, narrativer auch Kosmos, in dem sich Menschen wohlfühlen und der die Welt für sie erklärt und verklart. Und dem kann man auch etwas entgegensetzen. Es gibt entsprechende linke Beispiele. Ich nehme jetzt mal das eine, das auch aufgearbeitet wird in diesem Critical Meme Reader. Das kann man per Open Access nachlesen. Da gibt es einen Aufsatz darin von der Verwalterin oder der Schöpferin, der Erstellerin des Instagram-Kanals Ibiza Austria Memes, also ein Meme-Kanal, der den Ibizas, diese ganze Ibiza-Geschichte in Österreich, soll ich bitte niemand jetzt bitten, das zu erklären, der das memetisch aufbereitet und diese Meme-Aktivistin, diese linke Meme-Aktivistin betont sehr stark diesen Beitrag,
dass für sie eben eine linke Meme-Kultur gerade darin besteht, die Toxizität, den Rassismus, den Sexismus und so weiter, der Mainstream-Kultur und insbesondere der Mainstream-Medien zu konfrontieren und dem etwas anderes entgegenzustellen. Also es steht nicht der Humor oder sowas, die Pointe im Vordergrund, das, was wir intuitiv oft mit diesen Memes ja assoziieren, sondern es geht zunächst mal darum, sagt sie, einen Safe Space zu generieren auf Instagram, auf dem sich dann eben migrantisierte Leute, People of Color und so weiter, informieren können über die neuesten Skandelchen in Österreich und so, ohne dass sie diese Zeitungen aufschlagen müssen. Und dann gibt es weiterführende Links und so. Also im Vordergrund steht die Vergemeinschaftung, auch irgendwie die Resilienzbildung in einem Kollektiv. Und vielleicht ist das ein Punkt, an dem eine spezifische linke Meme-Kultur stärker noch ansetzen kann, ja? Ja, oder auch ein anderes Beispiel, das uns erst relativ spät so richtig begegnet ist, eigentlich als das Buch schon fertig war. Es gibt in Bern, in der Stadt, wo wir leben, gibt es eigentlich eine relativ, also gemessen an der Größe der Stadt, durchaus große linke, queer-feministische Meme-Szene, die wirklich teilweise extrem explizit politisch ist, aber was ich fast interessanter finde als das, das ist schön und wichtig und das sind super Memes, aber was ich fast interessanter finde, das ist, dass sie oft eben auch extrem stark einfach an irgendwelche Alltagserfahrungen anknüpft und da macht sie eben genau das, was die Rechte so effizient tut und dann eben alles wünscht auf, ja, du bist halt ein gekränkter weißer Mann und eben weiße Männer sind heute die Unterdrückten, klar, das ist das, was die Rechte macht und diese linke Meme-Szene, die knüpft genauso an irgendwie banale Alltagserfahrungen an, du gehst halt irgendwie aus und dann kommt dir irgendwann tut blöd und so oder irgendwas, oder? Irgendwas völlig eigentlich Banales, dort wird man affektiv abgeholt und dann wird dort in dem Fall meistens relativ witzig, also meistens quantenorientiert, humororientiert, wird eine memetische Pointe halt aus geschmiedet. Und ich denke, das ist auch eine Form von Beheimatung, oder? Man erkennt die ganzen lokalen Kontexte, ihr würdet das alle auch nicht verstehen, weil das ist viel zu lokal, das ist einfach wie so ein Scheiß, Deutsch, oder? Es ist oft so eine Mischung, also irgendwie Englisch, Deutsch und Berndeutsch, was ja auch irgendwie sehr typisch ist, als werden halt diese berühmten Meme-Templates aufgegriffen, die halt zum Beispiel Englisch sind und es hat halb Englisch, halb Berndeutsch, also ja, das wäre schon deswegen schwierig, aber es ist auch schwierig, weil es wirklich extrem lokalspezifisch ist. Sehr typisches Merkmal natürlich für Meme-Kulturen, man kann eben irgendein Meme nehmen und es quasi auf den eigenen lebenswertlichen Kontext anpassen, die machen genau das. Also die erwähnen halt irgendwelche Clubs und Absurditäten aus dem Berner Kontext, die man wirklich nicht versteht, wenn man nicht dort lebt. Aber wenn man dort lebt, dann bieten diese Memes meiner Meinung nach eine sehr effiziente Form von Beheimatung und zwar aus dezidiert linke, queer-feministische Perspektive. Und eben, dass die einen Memes sind dann vielleicht überhaupt nicht politisch, aber dann früher oder später landet es beim politischen Meme. Und das ist im Endeffekt ja genau gleich, wie es bei den Rechten und bei der rechten Radikalisierung funktioniert. Es fängt je nachdem banal, affektiv, alltäglich an und dann plötzlich ist es ja der große Austausch. Also. Ja, ich meine, wir hatten vor ein paar Monaten eine Veranstaltung mit Sebastian Hotz, der als El Hotzo ja irgendwie auch permanent Memes raushaut, die einfach auch eine Massenwirksamkeit ja irgendwie oder Massenreichweite haben, wie relativ wenige, würde ich mal sagen, wo er auch, glaube ich, so ansetzt an so alltäglichen Erfahrungen und das so irgendwie ausdrückt. Trotzdem fällt es doch auf, dass es nicht so viele und nicht so reichweitenstarke Akteure, Akteurinnen gibt auf der linken Seite. Und meine Frage ist so ein bisschen, hat das strukturelle Gründe für Linke? Du hast gesagt, ja, es gibt sozusagen, die setzen am Alltagsbewusstsein an und können quasi den Rassismus einfach fortschreiben und müssen ihn nicht komplex analysieren und selbstkritisch und wie auch immer wenden, sondern sie können einfach an das Bestehende da drauf kloppen. Die Frage ist ja so ein bisschen, ist die Technik, also die Meme-Kultur, hat die nochmal spezifisch, also den Nachteil haben wir als Linke ja immer. Wir sind ja ständig, wir reden ja anderthalb Stunden. Also, das ist ja sozusagen schlecht jetzt auch zu memen, aber sozusagen meine Frage ist, in der digitalen Substanz des Memes, wie würdet ihr das einschätzen, haben wir da einen Nachteil, weil es so viele Layer hat, weil es so viele Perspektiven, so viel Coding, Encoding da drin gibt, was dann sozusagen schnell enteignet werden kann, wo schnell so
Meme verloren geht. Haben wir da Nachteile? Ich mache mal so einen Vorschlag. Ich rante jetzt ein bisschen kulturpessimistisch rum und dann verteidigt ihr das Meme. genau. Also ich meine, das ist ja gerne, also um jetzt Ella Hotz so darauf zu beziehen, also was der ja macht, ist ja auch ganz viel einfach eben an so Frustration im Kapitalismus anknüpfen. Aber, und damit identifiziert man nicht, weil let's be real, wer leidet nicht unter kapitalistischer Ausbeutung und Entfremdung? Das ist aber auch, aber da geht es weniger um eine kritische Auseinandersetzung mit den Verhältnissen, die man leider Gottes leisten muss, um sie zu durchdringen und anschließend auch überwinden zu können, auf eine nicht verkürzte Art und Weise. Ich meine, wir sind radikale Linke. Es ist unser Vorteil und unser Problem, dass wir gerne oder zumindest gerne gründlich Analyse geleistet haben, weil ansonsten landet man halt bei verkürzter Kapitalismuskritik und ähnlicher Scheiße. Und das Ding ist aber auch, das beobachte ich, wie gesagt, in der radikalen Linken gerade über eine Pandemie zunehmend, dass halt gerade über eine auch so ein bisschen so eine Mimifizierung von Denken oder von Begrifflichkeiten der Welt stattgefunden hat. Dass halt anstatt einfach in den Lesekreis zu gehen und sich mit Genossinnen face-to-face darüber auszutauschen, wie das denn jetzt ist mit der doppelten Vergesellschaftung der Frau, einfach dumme Memes rausgehauen werden, Diskurse auf Twitter geführt werden, die eben nicht in einem fruchtbaren und kritischen und solidarischen Austausch nicht den zum Ziel haben, sondern darum, die meisten Likes zu generieren. Und dass eine Mimifizierung politischer Diskurse einerseits eine Verflachung derselben ist und andererseits eben auch, wie gesagt, die Generierung von Likes und Content oder auch den Zwang, immer neuen, immer geiliger Content zu kreieren, zur Folge hat. Und ja, Memes sind eine Möglichkeit zum Ausdruck der Verzweiflung und der Frustration. Und Memes können eben auch dadurch andere Leute anpolitisieren. Aber das Problem ist, dass sie meiner Ansicht nach zunehmend eine politische Organisation und vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zugunsten einer verflachten Erklärung ersetzen. Und und das ist halt ein Problem. Und da, also ja, das, also Zeynep Çeki hat das, glaube ich, in ihrem Buch Twitter an Teargas geschrieben, dass halt Internet und Meme-Culture Proteste begleiten kann, aber niemals die Grundlage derselben sein kann und diese niemals ersetzen können. Und ich habe Angst, dass die Linke gerade ein bisschen, vor allem jüngere Linke, oh Gott, ich klinge so boomerhaft gerade, jüngere Linke da so ein bisschen drauf zusteuert. Und da ist es einfach auch umso wichtiger, auch nochmal in einer realen, konkreten Organisation, in einem Austausch, in Klassenkampf, in Geschlechterkampf, in antirassistischen Kämpfen, dem entgegenzuwirken und halt einfach eine Organisation und eine, wieder zur Organisation und Aktion zurückzufinden, die außerhalb des Internets stattfindet. Und das sage ich als Person, die das Internet sehr liebt und way too online ist. Ja, also ich glaube, niemand von uns würde dir da natürlich auf einer fundamentalen Ebene widersprechen. Damit hast du sicher völlig recht. Ich würde vielleicht hinzufügen, diese Tendenz zu einer Verflachung des Diskurses und die Orientierung auf Content, auf Likes etc. ist natürlich ein Problem der sozialen Medien allgemein. Es ist nicht nur oder nicht mal speziell ein Problem der Meme-Kultur, wenn man so will. Also es hängt natürlich zusammen, aber das ist ja auch die Art, wie eben zum Beispiel Debatten in diese Zeichenkürze auf Twitter überhaupt geführt werden, oder? Also das ist halt so eben Debatten. Es ist halt relativ schwierig, ein bestimmtes Level zu erreichen. Und das führt uns natürlich auch zu einem Thema, das wir jetzt nicht wahnsinnig besprochen haben, aber das sind halt alles rein kapitalistisch, das wissen wir alle, kapitalistisch agierende, ökonomisch orientierte Akteure und Akteure, wie sagt man das denn neutral? Irgendwas, diese Plattformen, ja, ihr wisst, was ich meine. Und die sind natürlich genau darauf aus, dass man halt einfach möglichst einen Post sieht, der vielleicht zum Beispiel eine konträre Weltsicht vertritt und sich dann furchtbar ärgert und dann engaged und so weiter. Das hat ja zum Beispiel der Medienwissenschaftler Bernhard Birksen in seinem Buch Die große Gereiztheit sich relativ schön angeschaut und er bezeichnet das ja auch als Filterclash oder diese Algorithmen funktionieren oft so, dass sie uns eigentlich das möglichst Konträre zeigen und dann ärgern wir uns und dann fangen wir an uns zu streiten, anstatt vielleicht produktiv zu diskutieren. Ich konstatiere, dass das völlig auch, ich bin völlig einverstanden damit, dass man natürlich politisches Engagement unbedingt dann eben auch in eine Form von, ja, wirkliche soziale Vergemeinschaftung tragen muss. Ich bin nicht der Meinung, dass die
absolut nicht stattfinden kann in einem digitalen Raum, aber man sieht sehr oft, dass auch linke, zum Beispiel Twitter-Debatten, nicht gerade wahnsinnig hochbar sind. Und gleichzeitig würde ich doch schon auch sagen, dass ich auch konstatiere, dass genau das auch thematisiert wird in diesen Debatten, im besten Fall. Ich bin jetzt selber ein bisschen weniger auf Links-Twitter zu Hause als du, als vielleicht ist das dort auch überhaupt nicht der Fall. Aber ich meine, ich weiß, dass wir beide auf Tumblr sozialisiert wurden und dort war das dauernd ein Thema. Oder dann ist einfach die ganze Zeit kommt ein Post von, hey Leute, hört mal auf mit eurem ewigen, ich poste ein lustiges Meme und das ist jetzt mein linker Aktivismus und vernetzt euch mal lokal. Das ist natürlich dort extrem US-zentrisch und so, aber dann kommt eine ganze Linksammlung, wendet euch doch an die und die Organisationen. Das ist total Teil des kritischen Diskurses auf dieser Plattform auch. Und das würde mir dann noch ein bisschen Hoffnung geben, dass das vielleicht auch möglich ist innerhalb eines digitalen, auf Plattformen geführten Diskurses. Aber ich weiß nicht, wie du es eben auf Twitter erlebst. Ob es das doch gar nicht gibt, diese Appelle? Ah, doch, gibt es, aber... Nützt nichts. Das weiß ich nicht, aber es ist halt... People are too online. Ja. Und wie gesagt, ich sage das, als wir so nicht so online ist. Aber es ist wirklich so, also ich meine... Gefühl ist ehrlich gesagt, dass, also es gibt da gewisse Szenen oder gewisse Leute. Mein Eindruck ist, es sind gar nicht so viele Leute wirklich aktiv, falls nicht die Fans für unsere Luxemburg Stiftung auf den Plattformen teilt da mehr, das würde uns helfen. Aber sozusagen, dass ich den Eindruck habe, es ist so eine Sphäre, die irgendwie vor allem digital aktivistisch ist. Ich komme sozusagen eher aus einer Zeit, wo es nur Offline-Aktivismus gab und habe da Sachen gemacht. Und viele sind da, glaube ich, drin verharrt und nutzen das eher toolmäßig, aber nicht im strategischen Sinne, dass ich jetzt sozusagen Linke überlegen, also klein groß geschrieben, dass man sagt, wir müssen diesen Mimetic Warfare mal aufnehmen und dagegenhalten und uns mal irgendwie überhaupt Gedanken machen, wie wir als Linke auf dem Terrain Memes überhaupt agieren wollen und was wir damit bezwecken wollen. Also so eine Diskussion, also oder ich war nicht eingeladen, aber also solche Diskussionen auf so einer strategischen Ebene gibt es ja gar nicht. Also Leute produzieren individuell vor sich hin, aber die Stärke von Linken, vielleicht kollektive Zusammenhänge zu schaffen da drin, ist ja schwach ausgeprägt, würde ich mal sagen. Da jetzt wirklich strategisch zu intervenieren. Henning, ich habe gerade so ein, ich glaube auch so ein bisschen, ich weiß, woran das liegt, weil Online-Diskurse, also das ist zumindest meine Erfahrung, wie gesagt, ich agiere hier jetzt als so Kulturpessimistin, bei der ihr sagt, nein, Veronika, es läuft auch gar nicht viel besser. Also das mit ganz Social Media und Tumblr ist da, glaube ich, war lange Zeit auch so ein sehr starker Akteur bei Twitter. Das ist eben da stellenweise mehr um moralisch, um eine Performance moralischer Überhöhung in linken Kontexten geht, als halt tatsächlich um die progressive Veränderung der Welt. Weil Online-Aktivismus diese Inszenierung als moralische Überhöhung so viel einfacher macht. Und dass das halt auch mehr Befriedigung gibt, als sich eben mit Genossinnen mal konkret hinzusetzen und zu sagen, wie nutzen wir das Internet in einen politischen Kampf gegen Rechts oder gegen den Kapitalismus so. Und das ist halt was, wo sich eine Online-Linke auch mal wirklich hinsetzen muss und hinterfragen, was vielleicht wichtiger ist. Die moralische Selbstüberhöhung und das Dopamin-High von Faves auf Twitter oder eine Auseinandersetzung oder halt sich damit zu befassen und zu begreifen, das Internet als politisches Instrument zu nutzen. Und ich meine, das passiert und es ist sehr gut, dass das passiert, aber ich finde, es passiert viel zu wenig, gerade auch in Bezug auf eine linke Mimetic Warfare. Ich bin völlig einverstanden, aber ich finde es auch gleichzeitig interessant, dass ich meine, Tumblr ist doch ein wunderschönes Beispiel, weil eben es war voll mit Virtue Signaling und dem ganzen Scheiß. Aber das hat ja so zwei Enden und so hat das angefangen, richtig zu blühen. Und dort haben wir eigentlich alle diese Diskurse geführt, die wir heute jeden zweiten Tag in irgendeinem Feuilleton von rechter Seite ins Gesicht gegeben kriegen über Cancel Culture und Political Correctness und so weiter, nur eben von linker Seite Fragen der Repräsentation, medialen und politischen Repräsentationen, Fragen der Sprachverwendung, Fragen rund um Inklusivität. Tumblr hat gewonnen. Tumblr hat den Diskurs, meiner Meinung nach, ich spitze jetzt natürlich zu, aber Tumblr war wirklich so der Ort, wo das breitenwirksam in gewissen Jahren betrieben wurde. Und Tumblr hat den Diskurs nachhaltig verändert. Und es gibt halt eben auch die Metapolitik und nicht nur die Politik. Und das ist ja das, was die Rechten so unglaublich effizient betreiben.
eine Verschiebung des diskursiven Feldes und dessen, was sagbar ist, dessen, was normal ist, dessen, was überhaupt als diskussionswürdig angesehen wird. Und da würde ich sagen, ist Tumblr gleichzeitig bei allen ganz offensichtlich problematischen Aspekten ein wunderbares Beispiel für extrem gelungene linke Metapolitik. Und nicht nur linke Metapolitik, also auch, dass diese Seite irgendwie für eine für unglaublich viel Geld an Yahoo verkauft wurde, die dann diese Unmengen an Queer Porn von Tumblr verbannt haben. Und was ist passiert? Die Tumblr-UserInnen-Basis hat durch Mimetic Warfare, durch Shitposting, durch bewusst eingesetzte Cringe Culture den Wert dieser Seite auf einen Bruchteil des Verkaufspreises runtergebockt und eben gezeigt, was kollektiv erreicht, also halt auch in Bezug auf, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon als antikapitalistische Praxis bezeichnen kann, aber schon irgendwie. Und es war witzig, es war unglaublich witzig. Das war eine nostalgische Tommy Girls. Können das GameStop von links. Können jetzt auch noch über Tumblr, über unsere favorite Tumblr Sexy Man reden, aber ich glaube, dafür seid ihr nicht hier. Aber ja, das zeigt durchaus eben auch die Möglichkeit zu einer Gegenbewegung. Okay, eine Frage hätte ich noch an Julian. Ihr habt in eurem Buch so den Stefka Hrosva, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das ist eine Frau. Stefka, pardon. Sozusagen zitiert mit dem, ich mache es jetzt mal nur den kurzen Zitat, das visuelle Memes sind Informationen, sind ein informeller Autoimmunmechanismus. Das fand ich war eine mega spannende Formulierung mit drei Fragezeichen dran. Was kann das heißen? Ja, das knüpft genau an das an, was wir jetzt diskutiert haben. Also Stefka Hrosva macht ein sehr pointiertes Argument, wonach Memes eigentlich strukturell autoritär und konservativ sein. Also einerseits sagt sie, dieses Moment der Quellenbindung, also dass die einem Ausgangs-Meme verhaftet sind innerhalb dieser Kette von variierten Replikationen, dass Beweise auf einer ästhetischen Ebene, dass Memes eigentlich nur suggerieren, etwas Subversives, Lustiges, Anarchisches zu sein. In Wahrheit sei das eben so eine Art algorithmisierte Kunst, strukturell autoritär, und gleichzeitig suggeriere die Meme-Kultur eben, wenn du was postest, wenn du diese Witze machst, dann machst du etwas Kritisches, etwas Politisches, etwas Subversives, aber das ist nur eine Ersatzhandlung, in Wirklichkeit postest du eben nur hast nicht teil an einem genuinen politischen Handeln. Wir zitieren das, ich bin durchaus bis zu einem gewissen Grad auch einverstanden, das Wichtigste wurde ja jetzt auch schon gesagt und ich würde mich deinem Kulturpessimismus schon auch anschließen. Es ist einfach, das Stichwort Metapolitik ist schon gefallen, es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, was für einen Politikbegriff man da in Anschlag bringt, und wir zitieren hier auch noch die Historikerin Ute Frevert, die einen sehr inklusiven, sehr breiten Politikbegriff hat und die sagt, auch rein symbolisches Handeln ist Teil der Verhandlung des Politischen, das Politische als letztlich die Verhandlung von Differenz, von Ungleichheit, von oben und unten, von innen und außen. Da gehört das Kulturelle, das Bildhafte immer auch dazu, das Ästhetische, das Symbolische. Und deshalb gibt es auch nicht diese Trennlinie, die Hrosva dann eben zieht, wenn sie sagt, ja, die Meme-Kultur ist eben immer noch rein kulturell, ästhetisch und kann nicht auf die reale Politik wirken. Da ist der Punkt, wo wir dann eben auch in unserem Buch sagen, da sind wir nicht mehr dabei, weil das Ästhetische, das Kulturelle, das Symbolische ist auch schon politisch. Und gerade weil die Rechte dieses Feld so gut zu besetzen vermag unter dem Schlagwort der Metapolitik, also der kulturellen, der diskursiven Intervention, die dann später einmal politische Früchte zeitigt, ja, Politics is downstream from culture, das ist dieses Schlagwort von Andrew Breitbart und das ist die Logik, die hinter diesem Newsportal steht, das er gegründet hat, ja, das ist ein Feld, das sie eben sehr effizient besetzen und dort kann man intervenieren. Wie man dann die Metapolitik effizient kombiniert mit einer genuinen Massenpolitik, das ist das Stichwort, das du vorhin nicht genannt hast, aber das wie so the elephant in the room ja war, das weiß ich auch nicht, das ist ja das Problem, dass in unserer atomisierten, entfremdeten, neoliberalen
Gesellschaft, dass wir alle depressiv rumsitzen und nur noch parasoziale Bindungen entwickeln zu unseren Podcast-Freunden. Also ich spreche jetzt von mir, aber es ist schon ein bisschen so, oder? Wie soll da dieses Moment der massenpolitischen Mobilisierung gelingen? Das weiß ich ja auch nicht, aber es müsste ineinander greifen und das könnte es, glaube ich, auch. Das wäre dann vielleicht das, was man gegen den Kulturpessimismus setzen könnte. Es kann sich komplementieren, Metapolitik und kollektives, konkretes politisches Handeln. Aber wie? Dazu hilft es doch vielleicht, das anzugucken, wo die neue Rechte hat das ja auch nur mit Copy and Paste übernommen, das Konzept von Metapolitik. Das ist ja sozusagen Alain de Benoist, der nimmt sich Gramsci halt. Der versucht, den Gramsci ranzuholen für den Kampf um kulturelle Hegemonie und entwickelt das sozusagen ein bisschen desperate in den 80ern als Rückzugsgefecht. Ne? Also als auf dem Gefühl von dem Bedeutungsverlust. Und ich habe, glaube ich, 2007 meine Abschlussarbeit da ganz viel mit geschrieben und da dachte ich so, oh Gott, ich mache das hier völlig für einen Container, weil irgendwie die sind gerade so in so einer politischen Defensivposition mit genau dieser strategischen Orientierung, die sie damals entwickelt haben, langfristig. Und jetzt sind natürlich sozusagen, ich würde mal sagen, politische Kontingenzen ihnen zu Pass gekommen, die also Entwicklungen auf globaler Ebene, die ihnen in die Karten gespielt haben, aber sicherlich auch eine globale Entwicklung, die ihnen einfach geholfen haben, wo sie sich auch daran orientiert haben, aber die Frage ist ja mal, was lernen wir als Linke daraus über genau diesen Zusammenhang von sozusagen digitalem Aktivismus, digitaler Intervention und auch realer gesellschaftlicher Intervention und auch wenn der Himmel der Geschichte gerade nicht in unsere Segel bläst, kann es sich trotzdem ja nochmal ändern und die Frage ist, wie reagiert dann eine politische Linke darauf, dass wenn sich diese grundlegenden sozusagen Impulse auch nochmal ändern, wie kann sie das zusammenbringen? Und was lernen wir jetzt sozusagen aus dem Agieren der Rechten in dieser Sphäre, politischen Sphäre, Internetsphäre und sozusagen Rückkopplung mit dem Real Life? Was lernen wir eigentlich jetzt daraus, wenn wir uns das jetzt auf die Memes und so weiter angucken? Wie können wir das aufnehmen? Wie können wir das weiterentwickeln? Was vielleicht sozusagen eine kleine letzte Gedankenrunde. Was sind was sind eure Takeaways? Was würdet ihr, sag ich mal, einer aufstrebenden linken Bewegung, die sich zum Beispiel gegen eine globale Wirtschaftskrise, rein hypothetisch immense Verteuerungen und 103,5%ige Erhöhung des Erdölpreises und Energiepreises in dem letzten Monat zur Wehr setzen würde, was würdet ihr sagen? Wie können Leute da jetzt heute versuchen, ihr mit den Mitteln und den Erfahrungen von Memes in solch eine Bewegung vielleicht intervenieren? Wenn ich euch jetzt ein bisschen überfrachte, tut es mir leid, aber hättet ihr so ein paar sozusagen Advices für sozusagen junge Bewegungen? Wie könnte man quasi mit Memes auch so einen Kampf führen? Also ich denke, was möglich ist, ist aufzuzeigen, dass die Angebote in großen Anführungsstrichen, die gerade keine Rechte anbietet, nur Scheinlösungen sind, die eben darauf ausgerichtet sind, auf MigrantInnen, auf rekabilisierte Menschen niederzuschlagen und reaktionäre, nationalistische Narrative zu pushen. Also wie wir bereits hier besprochen haben, Memes als antifaschistische Online-Gegenkultur, die eben Humor nutzt, um die zahlreichen Verfehlungen der Rechten aufzuzeigen. Und ich denke, dass also das, was wir gerade in Zeiten so beschissen sind, wie diese hier als radikale Linke immer vergessen. Wir sind so sehr damit beschäftigt, irgendwie den Pushback aufzuhalten, dass wir vergessen, dass es eben die Kämpfe nach vorne geht. Und ich meine, ich arbeite in der Rechtsextremismusprävention. Mein Job ist es literally, mir jeden Tag Nazi-Memes anzusehen. Sie stehen mir bis hier. Und darüber vergesse ich die Schönheit und die Kraft und die Schlagkräftigkeit eben, die Solidarität bietet. Und ich denke, dass es halt auch eine Aufgabe von der radikalen Linken sein sollte, eben dieses Moment der Befreiung memetisch einzufangen. Ich glaube, das ist ein hoher Anspruch und es klingt so ein bisschen hochtrabend, aber aufzuzeigen hier, es gibt eben dieses Bessere und dafür müssen wir kämpfen. Leon, bin ich
Da bin ich völlig einverstanden mit dir. Und ich würde sagen, obwohl wir in einer scheiß Zeit leben, dürfen wir nicht vergessen, dass ganz viele dieser Bewegungen ja doch auch ein Backlash sind gegen doch enorme linke Errungenschaften. Eben, ich meine, dass wir uns jetzt den ganzen Tag mit diesem Nazi-Scheiß rumschlagen müssen. Und mit Leuten, die sagen, ja, eben der große Austausch und die weißen Männer, die sind jetzt eben die wahrhaft Benachteiligten und so, das hat natürlich etwas damit zu tun, dass sich im ganzen diskursiven und politischen Feld enorm viel verschoben hat in den letzten Jahrzehnten. Und so schlimm es oft aussieht, und ich glaube, wenn man den ganzen Tag Nazi-Memes ansieht, dann anschaut, dann sieht es noch schlimmer, also dann ist es dann wirklich, oder sieht man halt die ganze Zeit wirklich das, aber so schlimm es teilweise aussieht, haben wir doch als linke Bewegung und auch extrem viel erreicht. Und es gibt eben eine Form von Visibilität und auch von Gehörtwerden von anderen Stimmen im öffentlichen Diskurs etc., auf die diese Leute ja so enorm bedroht reagieren. Und ich denke, das, wenn du eben sagst, das schöne Große, das ist für mich einerseits so die linken Ziele oder die Visionen und andererseits ist es eben auch das halt nicht vergessen. Und dazu gehört für mich auch, dass wir halt eben solche Sprüche wie The Left Can't Meme nicht einfach weiter parroten. Und diese eigentlich natürlich Verballhornungen der Linken durch die Rechten, das ist ja ein rechtes Meme, oder? Der Left-Hand-Meme ist ja ein rechtes Meme. Und wir wurden, glaube ich, in fast jedem Interview zu unserem Buch wurden wir danach gefragt. Weil offensichtlich alle das einfach übernommen und geglaubt haben. Und ich meine, wenn man sich die Meme-Kultur und Kulturen anschaut, der letzten Jahre und auch Jahrzehnte, dann das stimmt auch ganz einfach nicht. Also da werden auch ganz viele Dinge unsichtbar gemacht. Ja. Also ich denke, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir uns daran erinnern. Das gilt übrigens auch für Gamergate und so, bevor Gamergate plötzlich wirklich so eben so erfolgreich war und dann die Geek-Kultur es geschafft hat, die Geek-Kultur, also eben eine Kultur von quasi gekämmten Cis-Männern zu etablieren, war die Gaming-Szene eigentlich viel diverser. Es gab viel mehr queere Präsenz und so weiter und die wurde dann systematisch verdrängt. Und schon wurde das Klischee von Internetkultur, das sind halt immer weiße Männer und in dem Moment, wo andere dazu kamen, war es halt ein Problem. Das stimmt nicht. Es gab immer eine Präsenz von anderen in der Internetkultur und auch in der Meme-Kultur. Und in dem Sinne ist es für mich auch eine Form von Erinnerungs- oder Archivarbeit, vielleicht das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, oder von dieser zukunftsgerichteten Vision, die genauso wichtig ist. Dieses Terrain nicht kampflos überlassen und eine solche Geschichte einfach unreflektiert weiterschreiben von es gibt keine linke Meme-Kultur, es gibt keine erfolgreichen linken digitalen Bestrebungen, es stimmt nicht. Weil es bedingt sich ja auch, dass wir eben unsere Erfolge der Vergangenheit eingedenkt haben müssen, auch so als Erinnerung, was wir erreicht haben, als Moment der Zuversicht für das, was wir erreichen können. So. Ganz genau. Ja, und deshalb würde ich eben auch sagen, was du vorhin gesagt hast, Henning, ja, historische Kontingenzen haben den Rechten in die Hände gespielt. Das könnte man ja auch umdrehen. Also eigentlich wären die Bedingungen ja dergestalt gewesen, dass es ganz anders hätte kommen können. Und es wurden halt viele Chancen verspielt. Also gerade für die US-amerikanische Linke darf man wahrscheinlich schon nicht vergessen, was für eine unglaubliche Enttäuschung die Präsidentschaft Obamas war und die Reaktion insbesondere auf die Finanzkrise von 2008. Da wurde halt auch sehr viel Währung verspielt, aber eigentlich wäre ja sehr viel möglich gewesen. Ja? Und gut, ich habe jetzt auch keine Geistesblitze mehr anzubieten, ich habe das ja alles wunderbar auf den Punkt gebracht. Vielleicht einfach nur noch, was ich einfach nur unterstreichen möchte, ist, wenn man sich anschaut, was funktioniert an der rechten Netzkultur und insbesondere Meme-Kultur, ist das, was du vorhin auf den Punkt gebracht hast. Es ist das Anbieten von Scheinlösungen. Sichtbar zu machen, dass das Scheinlösungen sind, das ist eine analytische Aufgabe, der man sich stellen muss. Weil in den Augen vieler sind das eben keine Scheinlösungen, sondern Lösungen. Es sind Identifikationsangebote, es sind affektive Beheimatungsangebote. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Also die haben Antworten auf alles parat. Und da muss man entsprechend analog reagieren können. Wir brauchen auch Antworten auf diese drängenden Fragen. Andere Antworten, weil sie haben sie, diese Antworten. Wir finden sie schlimm, wir wissen, dass es Scheinlösungen sind, aber naja, sie sind da. Und diese Radikalisierungsprozesse finden dementsprechend statt, wenn man holt sich die Antworten dort, wo man sie findet, gerade als vielleicht etwas orientierungsloser junger Mensch. Ja. So, vielleicht erstmal vom Podium jetzt hier vielen Dank ans Zuschauen.